Hallo moin, liebe Leute, es geht los mit der, ja, zumindest vorerst letzten Runde von der ersten Liga. Wir sind am, oder wir machen jetzt hier heute den letzten regulären Spieltag oder wie auch immer, der regulären Saison, so nennt man es ja immer, wenn man nach Amerika zum Sport guckt, von den Playoffs und schauen mal, wer denn in die Playoffs kommt, wer die anderen Plätze belegt und so weiter. Und mit dabei ist natürlich, sollte ich sagen, der gute alte Aleph. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Guten Morgen, ja? Ja. Sehr gut. So, was denkst du denn zu den heutigen Matches? Wir haben einige, die noch was entscheiden, andere, die weniger entscheiden. Wie wollen wir die Reihenfolge angehen, so deiner Meinung nach? Also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, dass Sageschwinkel wirklich das Top-Spiel ist, von daher. Ja, da wäre ich dabei. Also die Leute, um die es ging noch, also ich, den Einzug von No Mercy Soon Drone hat, ne? Ja, genau. Ich würde wahrscheinlich das erste und das dritte Spiel tauschen. Also Frisk gegen Tralabob. Ich glaube, für Frisk geht es noch um die Möglichkeit, erster, zweiter, dritter, vielleicht, je nachdem, wie die Map-Scores denn sind, auch bei dem Winkel-Zagestuhl. Also, weiß ich, erster wird er wahrscheinlich gar nicht mehr, aber zweiter oder dritter ist da die Möglichkeit. Und Tralabob ist halt schon siebter oder achter. Da ändert sich nicht mehr so viel, das würde ich den vielleicht als erstes machen. Ja. Soon No Mercy vielleicht als drittes und John hat Aero Cool als zweites. Ja, das klingt sehr gut. Hältst du auch für einen guten Plan, das ja wunderbar. Dann gehen wir doch mal direkt rein und ich vermute, dass ich auch ungefähr da die Tendenz schon kenne, die du mir nennen wirst. Das Spiel zwischen Tralabob und Frisk. Ja, ist halt klarer Sieg für Tralabob, ne? Also, das, okay, ja, dann sind wir uns da ja einig. Das ist ja ein easy call. Cool. Dann. Ja, gut. Okay, dann schauen wir da mal rein. Wo ist es denn? Dieses hier. So, easy win für Tralabob. Ja, wäre natürlich gut, wenn er jetzt hier nochmal eben so einen schnellen Win holt. Yep. Würde ich mich auch drüber freuen. So schwierig kann das ja nicht sein. PvP gegen Frisk ist doch ein easy peasy Ding. Ist doch gar kein Problem. So, direkt hier alles mit eintragen, wa? Dann nehmen wir noch Map auch schon mit drin. Perfekt. Und dann lädt die Map, Leute. Es dauert nur noch wenige Sekunden. Dann geht's hier los. Ja, ein bisschen extra früh angefangen hier, damit wir ja, mit ein bisschen Glück durch sind, bis dann DreamHack anfängt um 16 Uhr offiziell. Da ist es hier der Plan, dass wir da ja ungefähr fertig sind oder in den letzten Zügen. Wir schauen jetzt erstmal rein in das erste Match des Tages. Einer relativ weit oben, einer relativ weit unten. Und das ist die Tabellensicht. Oben rechts auf der Karte jetzt aber, die Hecate heißt, das ist Tralabob für Morales Mods. Und auf der anderen Seite haben wir für Genesis Gaming auch einen Bruderspieler und zwar Frisk. Was erwartest du denn von diesen beiden Spielern? Also ich... Ja, ist eine gute Frage. Ich erwarte eigentlich, dass Tralabob irgendwie versucht, mit Adepts zu harassen. Ja, das hat man schon viel gesehen. Und bei Frisk vermute ich tatsächlich nach den letzten PvP-Spielen, die wir hatten, dass er irgendwas proxiert. Ja, einfach wieder dieses Regal-Robo. Könnte gut passieren, ja. So, beide gleich mit dem ersten Gateway fertig. Beide Worker laufen los, aber Frisk's Worker läuft nicht across Map, sondern läuft in eine Position, die schon sehr proxy-verdächtig ist. Yep. Sehr, sehr robo-verdächtig. Wobei, die Position könnte auch gut ein Target sein, aber ich glaube, die Build-Order ist auf jeden Fall eher so die Robo-Proxy vielleicht. Ja, ich vermute auch, der Proxy, der ist schon sehr wahrscheinlich jetzt hier. Naja, ich glaube, das entscheidet sich nicht so stark von dem Bild, oder? Aber. Nee, das ist schon richtig. Aber wir haben auf jeden Fall den Scout von Tralabob auf der anderen Seite. Er sieht auch, dass kein Pylon da ist. Also der wird das auch schon riechen. Dafür da hat er ein Näschen. Doppelstalker auf beiden Seiten jetzt erstmal.
Oh, ist wirklich das Target, ja. Tatsache. Yep. Und das ist dann vielleicht sogar das, was er nicht erwartet. Also ich würde behaupten, dass er die Robo-Wahrscheinlichkeit höher hat als die Proxy-Stargate-Wahrscheinlichkeit. Ja, ist es halt auch grundsätzlich so ein extrem starker Bild, die Robo. Also das Stargate ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schwach ist, aber so das Stargate-Robo hat extreme Kill-Pressure und wenn man halt schon ein bisschen besser ist als der Gegner, ist es fast unmöglich, das Ganze zu verlieren, weil es einfach so ein starker Bild ist. Aber so, hier wird erstmal noch die Prop gefunden. Ja. Da kommt ein Follow rein von SR. Senior Fireball vielleicht. Wer weiß das schon. Und hier sehen. Oh, ich wollte gerade schon ankündigen, dass Talabob wahrscheinlich das Stargate Scout ist, so wie er seine Stalker gerallied hat. Aber dann dreht er gerade im falschen Moment noch um. Wobei ja, vier Stalker warten an der Choke. Es ist Oracle fertig. Mal sehen, ob da direkt ein zweites hinterherkommt. Bis jetzt gibt es erstmal einen Nexus bei Frisk. Also, ja. Ein bisschen Pressure, ein bisschen Makro. Es ist ein bisschen so, als ob Tralabob auf Onebase quasi versucht, die Proxy Robo abzuwehren. Mit der eigenen Robo in der Main. Ja, und jetzt sehen wir halt, er kommt genau mit dem Oracle rein, so bevor die Battery fertig ist. Er macht schon 10 Kills, ne? Mining Time ist weg. Eigentlich ist das Game jetzt schon over. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch die 6 Stalker von Tralabob und da ist nicht so viel zu verteidigen, die, dass die Props. Ja, aber die High Ground Vision macht halt hier einen guten Vorteil. Er kann immer wieder ein bisschen zurückkiten und dann geht das auch. Kann jetzt gleich wieder reinwarpen. Ja, Fokus hier sehr schön. Sein eigener roter Stalker wird da schön zurückgemicrot. Jetzt sind wir bei 4 gegen 4 Stalker. Die Worker sind mit dabei. Tralabob versucht noch einen Pylon zu bauen, aber ja. Ob das jetzt wirklich noch den Erfolg bringt, weiß ich nicht. Ich meine, er hat die notwendigen Gateways und tatsächlich auch Worker, um mit seinem Gateway ist hier was reinwarpen zu können, aber Frisk hat jetzt eine Robo und ja, da gibt es nicht mehr viel zu machen. Tralabob hat auch erstmal 2 Stalker defensiv reingeworpt, dadurch natürlich vorne weniger Units. Und jetzt geht's hier drauf. Ein Stalker schon wieder kaputt. Pylon wird auch nicht lange überleben. Das ist nur eine Frage der Einsicht, würde ich mal sagen. Wie lange das jetzt hier noch dauert. Da kamen sie doch schneller als dann am Ende erwartet. Das ging fix. Also Frisk, ja. Nicht ganz so easy, wie wir beide predicted haben. Und im Chat auch Ivy, meiner Frisk, easy peasy. Ja. Das ist ein bisschen überraschend jetzt für mich. Meinst du? Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in Map 2 rein. Denn vielleicht war das ja auch von Tralabob nur so ein Anfüttern, nennen wir das ja, glaube ich. So ein bisschen Frisk, ein bisschen, ein bisschen was geben, um ihn dann richtig doll zu crushen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ne? So nach dem Motto, der erste Schuss ist ja umsonst, ne? Hm. Ist ja egal, wenn man eine Map verliert. Man muss ja anfangs, in der ersten Map muss man am Ende 2 Maps gewonnen haben, in der zweiten Map muss man immer noch 2 Maps gewonnen haben. Daher? Ja, genau. Knapp gewinnen reicht halt auch. Und wir sind dann drin. Moment. Eben noch den Score richtig machen. Oben links auf Oceanborn. Da haben wir den guten Tralabob. Und sein Gegner wird erneut sein, der Proto-Spieler unten rechts für Genesis Gaming ist Frisk. So, wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen sehr ähnlichen Verlauf haben zu Map Nummer 1? 75%. Also zumindest kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einfach wieder die Proxy kommt für Frisk. Kann ich auch absolut verstehen. Nicht in längere Games zu gehen im PvP muss man nicht. Und ja, wir sehen hier auch schon 18 Prop rausgeschickt. Wobei, Scout erstmal, natural. Ja, das hat er eben auch gemacht. Dann ist er zurückgegangen, dann hat er das Gateway gebaut und dann los. Ne? Neueste Prop geht über den Weg, über die Map und proxy. Man sieht das ja schon mal an der Kamera von Frisk.
Mal sehen, das. Aber meinst du, er macht wieder das Gleiche oder macht er diesmal eine Robo? Er ist so weit weg, dass es schon nach Stargate aussieht, oder? Ja, wobei. Ja, schon. Aber ich glaube, diesmal ist es maybe wirklich die Robo. Aber da unten eine Robo? Wird dann immerhin nicht gescoutet. Ja, okay, das Argument ist richtig, aber das ist ja schon extrem weit weg. Ja, das stimmt schon. Aber. Ja, ich weiß nicht. Es gibt immer die gute Chance, dass man eben damit rechnet, dass man eben gescoutet wird und deswegen halt so ein bisschen mehr Platz lässt, als man eigentlich lassen sollte. Einfach für die Sicherheit. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Tranabob jemals hier unten scouten würde. Eigentlich. Oh, das Ding ist, er war da schon fast dran. Er ändert die Scouting-Pattern die ganze Zeit. Ich beobachte das hier so ein bisschen. Und er hat das auf jeden Fall auf dem Schirm, dass da irgendwo was sein muss. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er das ist übrigens ein Robo, ne? Ja, es ist ein Robo, das ist richtig. Und er dreht auch wieder um. Also er hatte tatsächlich am Anfang ganz benassen links gerallied und hat da hingeklickt. Ja, und dann dreht er jetzt zu früh um. Aber lustigerweise hat er das ja so gerallied unten links, dass er trotzdem dran vorbeigefahren wäre, knapp. Naja, weil er so am rechten Rand dieser Rampe lang gefahren wäre. Ja, genau. Und jetzt baut er selber einen Proxy Pylon. Relativ spät. Wird das 3-Gate Pressure? Oder was soll das werden? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Nee. Das habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit gesehen. Von Tralabob, dass er die 3-Gate Robo Build Order falsch spielt. Also. Die ist sehr spät, die Robo. Ja. Und da kann man nicht sagen, dass man irgendwas anderes vorher kriegt, weil das tut er ja nicht wirklich. Da geht er zurück, hat keine Battery zu Hause, zieht ein paar Worker mit ran. Tralabob versucht es hier nochmal mit einem kleinen Push, aber verliert jetzt erstmal einen Stalker, dann spawnen oben zwei neue. Und der Weg ist versperrt. Gemacht, tatsächlich. Wunderschön gemacht, auch mit Mirror Rock. Damit sind zwei Stalker, die kriegt er wahrscheinlich auch noch, ja. Ja. Robo wird jetzt fertig für Tralabob. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Immortal, der schon mal losläuft, das War Prism halb fertig. Und es sieht sehr danach aus, als ob Frisk gleich einfach den Gegenangriff startet und das richtig doll. Ah, jetzt die Warpins natürlich Vorteil Tralabob. Wird Frisk wahrscheinlich diese Sentry verlieren. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil die gerade weniger Gateway erhalten hat. Ja, recallt hier einmal den Immortal. Cancelt die Battery. Ja. Wobei das. Das war ja gar nicht Tralabob gestern, ne? Logischerweise war das nicht Tralabob, der die 3-Gate Robo Build Order falsch gespielt hat gestern. Wer war das? Gestern war es wahrscheinlich Aerocool. Das war Aerocool. Warum spielen die alle die 3-Gate Robo Build Order falsch? Weiß ich nicht, aber das War Prism kommt raus und sonst kriegt Tralabob hier noch die Trades. Oh, und der kriegt sogar den Immortal. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das ist natürlich auch der eine Vorteil, den alle wirklich hat. Seine Reinforcements sind näher dran, also was die Robo angeht. Ja, und der Recall ist auch genutzt, also der Immortal läuft jetzt hier komplett über die Map, kommt jetzt gleich von hinten, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Schönes Micro mit dem War Prism. Der Immortal aber, wie man ihn kennt, schießt erstmal auf den Pylon. Das ist natürlich auch gut und schlecht. Die Units kriegen keinen Schaden dadurch, aber alles wird unpowered. Jetzt lässt er den Pylon stehen mit 4 HP, aber er geht weiter auf die Units. So ein Spiel mit dem Feuer, mit dem War Prism, ist perfekt gelaufen für Frisk. So ist es. GG von Tralabob. Damit 2-0. Ja. Ja. So, Frisk macht damit auf jeden Fall schon mal seinen Teil. Theoretisch, er könnte damit auf Platz 2 vorrücken, je nachdem, wie das letzte Spiel dann ausgeht. Das müssen wir mal abwarten. Denn eine Niederlage ist ja schon mal nicht schlecht. Es könnte aber sein, dass alle eine Niederlage haben, wenn Zagreus am Schluss gegen Winkel dann gewinnt. Zagreus ist aktuell auf einer Niederlage, ne? Gegen Frisk. Genau, das müsste dann gegen Frisk sein. Frisk hat gegen Winkel dann wahrscheinlich verloren, würde ich mal sagen. Ja. Das Spiel war ja schon ein bisschen früher, weil Frisks Seed, dadurch, dass er letzte Saison Zerg gespielt hat, war der ja ein bisschen niedriger, als man ihn sonst vielleicht neutral einstufen würde. Dadurch generiert sich ja so ein bisschen der Spielplan, aber ja, Winkel hat 2-0 gegen Frisk gewonnen. Und
Dann machen wir weiter, wa? Ich trage nochmal eben hier die Ergebnisse vielleicht auf dem Bildschirm auch ein. Irgendwie sehen meine Bildschirme super dunkel aus gerade. Ich hoffe, das ist nur bei mir und nicht alles ist irgendwie super dunkel. Also der Stream sieht normal aus. Der Stream sieht normal aus, das ist gut. Wahrscheinlich ist es einfach nur, weil wir um 14 Uhr casten und es draußen noch hell ist. Und deswegen wirkt es plötzlich so dunkel. Und ich habe diesen scheiß Lichterfilter nicht an. Mit Blaulicht, scheiße. Ja, ich weiß nicht genau, wann die reinkickt. Also bei mir um 10, glaube ich. Ja, bei mir, aber eigentlich so früh, also wir casten ja jetzt nicht super spät, ne? Ist ja meistens so 18, also 18:30 um oder so, ja. Weiß ich nicht genau, wann ich das da reingekickt habe. Aber so oder so, jetzt trage ich mal eben ein. Frisk 2.0. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Und dann gehen wir rein in Drone Hunt gegen Aerocool als zweites. Und ja, du sagtest eben in-game schon, dass eventuell, dass Aerocool und Tralabob beide die Bilder da falsch spielen. Und es gibt ja eine Connection, die ist aber schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie alt die ist oder wie aktuell die ist und wie viel die noch machen. Aber beide sind ja ursprünglich Team Phoenix-Leute gewesen. Ne? Das muss man auch mit einkalkulieren. Vielleicht haben die einfach zusammen trainiert und haben dann, das Ganze lief nicht so gut. Ja. Ich kann das ja auch erst dadurch nachfühlen, dass Savestis mir die Bildorder beigebracht hat vor zwei Wochen oder so. Und dementsprechend weiß ich jetzt, wie sie richtig gespielt wird, und das ist es nicht. So wie Frisk sie spielt, ist sie richtig gespielt. Ja. Gut, ich sag kurz Danke an den Stahlbolzen, 15 Monate Sub. Und dann gehen wir rein in die erste Map zwischen diesen beiden. Ich starte oben rechts mit dem roten Zerg für Morale Sports, Drone Hunt. Und auf der anderen Seite haben wir in Blau für Team Phoenix den Protospieler Aerocool. So, und jetzt für den Block gehen. Genau, hier geht es jetzt. Ich kann mal gucken, wir haben 3-11, also minus 8 und minus 4. Also mit einem 2-0 von Aerocool könnte er noch an Dronat vorbeikommen. Ja, und von Dronat steht 3-3, glaube ich, oder? 2-4. Ah, 2-4. Genau, Dronat steht 2-4. Der kann halt noch Siebter werden und Fünfter. Also er ist gerade Sechster. Je nachdem, wie halt das Soon No Mercy Game dann am Schluss ausgeht. Und wie dieses Spiel ausgeht. Und Aerocool könnte halt ja mit dem 2-0 nach oben kommen. Ich glaube, bei 2-1 ist schon vorbei für ihn. Da wird er auf jeden Fall auf 7 bleiben. Kriegt er den Map-Score nicht mehr aufs Level. Aber bisher alles sehr, sehr normal. Gateway next to Cybercore. Aber? Ist das rechts zu neben dem Cybercore? Ja, ne? Ja. Das müsste zu sein. Hoffen wir, dass es zu ist. Es ist zu. Ja, ne? Ja, es ist. Weil diese Spitze ist ja ein belegtes Feld sozusagen. Und auch wenn es anders aussieht, ist der Cybercore ja viereckig. Das ist richtig. Hoffen wir es für Aerocool, dass der zu ist und hier nicht gleich Linge reinströmen. Die Probe ist immer noch auf der anderen Seite, nervt hier beim Expandieren. Die Worker gehen direkt an die dritte, beziehungsweise an die zweite auf der dritten Position rüber. Das ist alles easy. Siru, guten Tag. Wir sehen den Lieblingsbild der Maralekos Ripple Liga 1 Protosse. Glaives. Das könnte durchaus sein, ja. Also ich hoffe, dass ich da nicht gegen spielen muss in Zukunft. Ja, wir werden es sehen. Gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Ja, schauen wir mal. Also da muss ja auch... ist ja die Frage, wer das denn spielt. Ich meine, wenn Aerocool jetzt hier verliert und Tralabob ist ja sowieso schon dann letzter. Dann ziehst du ja vom Seeding auf jeden Fall an beiden vorbei. Let's go.
Müssen genug Leute bleiben, dann sind die Liga 2 und nicht Liga 1 oder so. Ja, das kann natürlich sein, wenn ein paar Leute zu viel aufhören. Ich meine, in der Theorie, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass auf einmal 5 sehr, sehr gute Spieler sagen, sie spielen jetzt mit. Und dann landest du trotzdem wieder in der zweiten Liga mit den beiden zusammen. Das kann natürlich auch sein. Goddammit. Keine Ahnung, wenn da ein For Yumi Holy Hit, was vielleicht noch realistischere Namen sind. Keine Ahnung, wer da sonst noch in Frage kommt. Ich glaube, Spatz und Battlebee. Ich weiß gar nicht, wie aktiv die wirklich sind. Man sieht sie hier und da mal spielen, aber jetzt auch nicht super regelmäßig. Ich glaube, Spatz ist relativ aktiv und Battlebee aber nicht. Ja. Das sind halt so Leute, wenn die was mitkriegen, vielleicht fragt man die mal oder spielen die mit, aber bisher haben sie es nicht gemacht, also glaube ich erst dran, wenn die Anmeldung da ist. So, das Warplism fliegt schon mal los Richtung dritte Base. Queens sind auch schon. Oh, dieser Creep Spread fehlt. Oh mein Gott, das tut so weh. Da wird jetzt wenigstens Tumor eingepackt, aber. Hier, hier. Ja, man möchte ja auch Queen Energie haben, ne? Ja, aber man will ja auch, dass die gut. Queens laufen. Also, du kannst ja auch da, wo kein Creep ist, die Energie nicht nutzen. Das musst du ja auch mit einkalkulieren. Tatsächlich bin ich ja auch ein großer Fan davon, die, wenn man eben das Vorgeht, Glaive scoutet, die Worker direkt an die Natural zu pullen, damit es eben einfacher ist, das Ganze zu verteidigen. Weniger Laufdistanz für die Einheiten. Ah, da geht noch ein Adept down, dann shadet er durch. Aber diese Adepts werden fallen dann irgendwie. Okay, wenn Jonas so ein bisschen die Linge auf die andere Seite noch zieht. Wieder. Ja, war teurer als es sein musste, aber immerhin geklärt. Die nächsten 4 Adepts sind dann halt einfach von der Zahl auch so wenige. Ja, ein paar Linge stehen schon irgendwo mitten auf der Map. Also wir sehen kein All-Army-Movement hier von Dronehart. Da stehen die Linge weiter rum. Shade wird auch gecancelt. Queen Energy ist wird weniger, ne? Aber 2 Transfuses sind wir da gleich wieder. Mussten halt auch Transfusen. Okay, ja. Jetzt sind Transfuses auch weg, weil jetzt wurde die Third zweimal infected. Oh, aber shadet er nach vorne in die Marslinge rein. Jonathan versucht da irgendwie vorbeizukommen. Bisher geht's noch einigermaßen. Von hinten kommen aber auch die Roaches. Also da wird er jetzt nicht mehr so viel Schaden bekommen. 3 Worker, 4 Worker sind es. In der Mainbase geht er down. Wenn wir jetzt die Trades jetzt mal angucken. Ja, ist Gas. 375 bei Aerocool. Mineralien sogar einigermaßen ausgeglichen, kann man hier schon mal sagen. Aerocool auch im Worker-Count nebenbei gut hochgezogen, also noch ist er vorne. Hat auch seine dritte Base, die jetzt gerade fertig wird. Aber kann er den Counter halten, ist die Frage. Ja, ich meine, er wird die Shield Battery unten im Mortal haben, was das Ganze um Welten einfacher macht als alles andere. Wobei Drone hat halt nur mit diesen Lingen ein bisschen poked. Wir haben ja schon von Winkel gestern gesehen, wie er damit umgeht und dass es eben Double Gas haben gegen das Foregate. Und dann ein Counterattack machen mit Roachling Ravager. Aber ich glaube, Drone hat also zu dem Zeitpunkt nur einen Gas und ist dann ein wenig mehr auf der Makro-Seite von dem Ganzen. Ja, glaube ich auch. Und vierte, die ist halb fertig. Dann kommt der Spire. Sehr respektabel, ja. Naja. Ist natürlich auch sehr gut gegen einen Gateway-Based-Style, wie. Okay, es sieht danach aus zumindest. Aber ist es tatsächlich doch nur Blink? Das ist ziemlich Sentry-Heavy, ne? Ja, wenn er die, ja, die Roaches halt kann, ne? Und dann die Immortal ihre Arbeit machen lassen. Oder morpht schon ein Ravager, um damit umzugehen. 2 Ravager, tatsächlich. Ist natürlich. Und rein geht's. Die Armee ist halt schon nicht mal so klein. Und alle Units sind dahinter eingesperrt. Ich meine, die Force-Fields links hätte er sich auch sparen können, weil da wirklich nicht so viel jetzt gerade kommt. Die Hedge ist ein eigenes Force-Field, das auch. Ja, nicht so schnell kaputt geht. Jetzt kommen noch mal ein paar Linge dazu, aber auch weitere Stalker-Reinforcements. Gleich sind aber auch keine Force-Fields mehr am Start und dann. Mal gucken, eine Model mittlerweile schon down.
Feuerkraft, ne? Ja. Okay, alleine mal machen nicht so viel. Also, sie blinkt doch, ne? Also, sie macht schon was, aber... Ja, kann jetzt hier die Base rausnehmen. Dann sollte er aber auch, glaube ich, zurückgehen. Sehen, dass er wegkommt. Immortal auf jeden Fall saven. Das Warprism kommt auch schon. Genau, das macht er da. Die Adepts kannst du auch noch saven, Eroquil, bitte. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Schade. Ja, er wollte halt das Pipe frei halten, ne? Ja, für die Disruptor, die jetzt kommen. Ja. Ein bisschen Blink Micro. Eine Battery hat er hier an der dritten. Auf der anderen Seite übrigens auch noch ein Observer. Der könnte auch sehen, dass da schon Mutas rumfliegen. Dann wollte halt weiter Disruptor, die natürlich gegen Roaches schon ganz nice sein können, zumindest das Zoning gut bestreiten. Wobei Ron hat natürlich in so ein bisschen Ling-Muta transitionen wird von hier aus. Und gegen Linge zugegebenermaßen sind Disruptor ja nicht mehr so gut. Nee. Gegen Mutas auch nicht. Nee. Aber da ist zumindest ein bisschen Preparation mit den ganzen Stalkern. Also, es sind mehr Stalker als Mutas und an der Stelle können die Mutas echt nicht machen. Ja, nächster Angriff wird vorbereitet auf der rechten Seite. Ein Warprism steht da schon rum. Keine Ahnung, was er damit genau will. Vielleicht gleich ein bisschen Micro, einfach ein bisschen vorscouten. Hat ja auch bisher noch nicht viele Anti-Air-Einheiten gesehen. Ich meine, Ravager-Biles gehen natürlich. Und der Blink-Forward ist... Oh, und die Nova war gut. Die zweite nicht so richtig geil. Jetzt kommt das Warprism rein. Hat zwei Immortal geladen, aber die Mutter... zwei Immortal Disruptor geht aber jetzt down. Und das ist schon ziemlich gecrushed hier. Die Base unten kann er definitiv nicht halten. Und das sieht dann... War das zu greedy, diese Base zu nehmen und rauszumoven hier? Wahrscheinlich ja. Eigentlich überhaupt gar nicht. Die Sache war nur, dass Eroquil dann einfach auf die Roaches draufgeblinkt ist, anstatt defensiv zu blinken und... Okay, ja, stimmt. Das kann ja niemals der Play sein hier. er hat halt so viel mehr Stalker als Donald Roaches, aber das war jetzt nicht der Fall. Ach, kann er die Base doch noch halten? Er blinkt jetzt noch wieder nach vorne, hält das hier mit den Stalkern. Aber es kommen auch schon wieder jede Menge Linge und ein paar Mutas noch wieder als Reinforcements mit dazu. Und hält das hier mit 30 gegen 60 Army Supply noch überraschenderweise alles am Leben. Aber der Trade war sehr schlecht für ihn. Er hat seine ganze Tech-Einheit verloren. Er hat zwar jetzt noch Stalker, juhu. Haben wieder nicht mit Game mit Ali-Ops gespielt. Jetzt kann ich kein Battle Report einbinden, die beiden Schabernacke hier. Also man kann es ja so ein bisschen abschätzen vom Units Lost und... Ja. Eroquil ist hinten und das sollte im CVP eigentlich meistens nicht der Fall sein. Genau, hat vor allem deutlich mehr Gas verloren. Jetzt gehen die Mutas nochmal in die Main. Overcharge direkt gezündet. Ah, die Mutas fallen einer nach dem anderen. Die Stalker fallen einer nach dem anderen. Ein paar Workout noch mit dazu. Die Mutas fallen gar nicht. Overcharge leer und jetzt, ja. Jetzt geht er tatsächlich raus. Hat gerade hinten Stalker noch bei sich in der vierten Base. Die Stalker... Die halt schon recht gut, ne? Aber... Ich meine, er nimmt jetzt die Base raus, dann ist er voll surrounded, macht einen Recall, verliert dabei noch zwei, drei Stalker. War das wirklich worth? Naja, ich meine, die Drohnen können auch sehr gut an der Basis auf der anderen Seite für Drone halt unterkommen, von daher wahrscheinlich eher nicht. Sind Arkans da, aber die Arkans sind nicht in Range der Shield Battery. Okay, sind sie schon, aber es ist kein Overcharge mehr da. Ja, die leere Battery, ja. Wir haben natürlich die Möglichkeit, When Behind Dark Shrine zu spielen und das ist, was Eroquil auch gleich probieren wird. Er ist auf jeden Fall schon im Bau. So, aber jetzt sind alle Linge da. Die Stalker werden surrounded. Die Battery vorne ist leer, er ist weg. Die Mutas machen ihr Ding, ballern alles kaputt. Wir sind bei 100 gegen 15 Army Supply und ich glaube, hier dauert es nicht mehr lange und dann kann Jonhard sich in Führung befinden. Na, wie lange dauert es noch? Ein paar Stalker killen dauert es wahrscheinlich noch. Kennen muss auch weg, nächsten Stalker kommen. Das sind halt so viele Mutas, wir sind bei 24 Mutas, 10 weitere im Bau. Ja,
Top 2 deutscher Mutterspieler, habe ich gehört. So sieht's aus. Da ist das GG. Und 1-0 für Dronat. Ja, würde wahrscheinlich auch so ein bisschen zumindest der Favorit hier gewesen sein. Ja, würde ich auch sagen. Also grundsätzlich ist, glaube ich, Aerocool als schon insgesamt Underdog in die erste Liga reingegangen. Und ja, immerhin hat er jetzt eine Series schon mal geholt und gesichert, dass er nicht Letzter wird. Das ist ja auch, also für ihn vielleicht schon so ein kleiner Erfolg eigentlich, dass er Trelabob da geschlagen hat, weil den so vom Grundsatz her wäre wahrscheinlich auch Trelabob Aerocool umgedreht, so die Sache, die vermutlich die meisten erwartet hätten. Also Achtungserfolg auf jeden Fall schon mal geholt. Aber mal sehen, ob er noch mehr kriegt in dieser Series. Die Chance ist ja noch da und mit Protas kann man ja schöne Bushes zusammenbasteln, habe ich gehört. Habe ich gehört, ja. Habe auch schon überlegt, ob ich den schönen, diesen Slow Zealot Push nochmal eine Runde auspacke. Als Alternativbild auf der Ladder. Da freuen sich die Leute dann richtig doll. Ja, das ist ein super Bild. Kann ich nur weiterempfehlen. Was ist denn dein Tipp bei der Bild, um zu verhindern, dass der Gegner das scoutet? Hast du da irgendwelche Tipps? Was ist für den Zerg super nervig, wenn es um Scouting-Verhinderung geht? Ich meine, man muss... Die Sache ist halt, wenn man einfach den Stalker als erstes baut, dann kann der Zerg-Spieler zwar rein scouten, wird aber seinen Overlord verlieren und das würde ihn zu Blei blocken. Hm. Und an der Stelle ist es ehrlich gesagt sogar in Ordnung, wenn man gescoutet wird, wenn er dafür den ersten Overlord direkt verliert. Und okay. Ja, solange man mit dem Stalker patrouilliert am Rande der Main, gut, wird man schon nicht gescoutet werden später. Werde ich mir das mal zu Gemüte führen, wie das so funktioniert auf der Ladder. Aber jetzt gucken wir erstmal in Map Nummer 2 rein. Wir sind auf Hardlad. Oben links 1-0 Führung für Dronat von Morales Bots. Und unten rechts haben wir den Spieler für Team Phoenix auch. Nee, ist nur selbst ein Protoss. Aerocool. Ich würde die Wahrscheinlichkeit aber durchaus als realistisch einschätzen, dass er wieder Adepts geht tatsächlich. Ja. Es aber hat ja auch zumindest zeitweise gar nicht so schlecht geklappt letztes Mal. Hat einen neuen Workman, glaube ich, gekillt gehabt. Mit den Forget Glaze. Ist natürlich kein Game-Ending-Damage in dem Sinne, aber es war guter Schaden und dann hat er nur Overextended mit den Adepts, die er noch übrig hatte. Ja. Hat die einfach verloren. Aber ansonsten lief das eigentlich sogar ziemlich gut. Ja, drüben auch wieder die Echse geblockt. Bei Dronehard ist alles ja eigentlich wie vorher auch. Natural an der dritten genommen. Gas, Pool, alles wie man es erwarten würde wahrscheinlich. Der Stahlbolzen ist auch da, guten Tag. Ja Leute, sagt gerne mal Hallo im Chat. Ja, ich meine, wir sind hier fast im Wochenende, wir sind so ein bisschen die Wartehalle für Dreamhack gleich. Um 16 Uhr soll es da glaube ich losgehen. Aber deswegen haben wir das heute ein bisschen früher gemacht, den ganzen Spaß hier. Damit die Überschneidung nicht so groß ist. Ich habe tatsächlich letztens mal gesehen, dass ein Protoss gegen mich diese Natural blockt, obwohl ich halt zwei Linge gebaut habe. Und das war extrem nervig. Also quasi die Third Base blocken dann. Weil der Pylon baut schneller, als die Linge ihn killen können. Ah, okay. Also wenn du nur zwei Linge baust, reicht es nicht aus, sagst du. Ja. Oder ist das so... Es kostet Zeit. Ein bisschen bedrohen, aber... Es hat halt dafür gesorgt, dass so lange meine Natural Gate wurde, bis der Depp da war und Surface dann. Und dann war das halt nicht mehr so einfach, die zu nehmen, bis ich Linkspeed hatte. Ja. Wir sehen jetzt auch eine Depp, aber im Production Tab sieht man schon, dass der Tag nicht der gleiche ist, so wie ich es zumindest mal kurz erwähnt oder gedacht habe. Denn wir haben Oracle im Bau. Das sind sogar mehrere Worker, die hier gleichzeitig laufen. Die kann er noch retten.
Ja, Fokus auch so mittel, hätte da vielleicht schon einen oder anderen Link kriegen können. Kriegt hier jetzt nochmal einen Worker. Aber dann ist er wahrscheinlich auch kaputt. Ja, aber zwei Worker für einen Adept, das ist... Adept sind ja nutzlos nach einer Weile. Ja. Und er hat ja auch nicht vor, einen Adept-Follow-up zu spielen, von daher ist auch nicht wichtig, dass er diesen einen Adept vielleicht für die Masse noch mehr hat. Aber gleichzeitig sehen wir den Overlord jetzt gerade in die Mainbase fliegen. Stargate sehen wir gechronoboostet und er sieht auch Forge Twilight als Follow-up schon im Bau. Das Oracle währenddessen war auf der anderen Seite, aber die Queens sagen nein. Kein Kill und schon gut Damage bekommen. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass Aerocool noch nicht den Pylon platzieren konnte in der Clubbase. Ja. Wenn Jonahart hier irgendwie killen möchte mit Link, könnte er das tatsächlich dann tun. Aber das ist ja offensichtlich nicht sein Plan gerade. Ja, immerhin kriegt er hier einen Overlord, der ja auch nochmal in die falsche Richtung geschickt wurde mit dem richtigen Attack-Move hier von Aerocool. Und Blink ist die Wahl. Ja, wie auch schon im letzten Game, nur dass wir im letzten Game eben mit ein paar Umwegen dahin gekommen sind. Auch wahr, ja. So, Roachroy, Evo Chamber bei Jonahart. Auch das nicht so überraschend, würde ich mal behaupten. In der Mainbase ist die Queen und ein Spore, wird alles direkt gesehen. Da kann er nicht so viel machen. Holt sie noch ein bisschen Schaden ab. Bisschen viel, würde ich sagen. Kriegt drei Worker für das Ganze. Ja gut, drei Worker sind okay. Und die Hauptaufgabe der Oracles ist erstmal, die Third Base eigentlich zu verteidigen. Das können sie auch ohne leben, aber... Ja. Ein bisschen Sicherheit für die Oracles ist eigentlich gut. Genau, und ich meine alleine... Ich meine, auf dieser Map jetzt noch nicht so super entscheidend, weil schon ein bisschen Platz ist am Kartenrand. Aber eben im Zweifel auch immer gut. Kann man die Oracles noch alleine rausfliegen oder muss man eventuell einen Recall nutzen von diesem Safe Space, den man da oben links jetzt zum Beispiel hat? Und hier kommt man eigentlich ja noch gut raus. Auch der Spore an der zweiten Base, der sollte nicht in Range sein, außer man fliegt rein. Oh, da war es schon wieder sehr knapp, ja. Ah ja. Und jetzt kommt hier der muss natürlich auch recalled werden, weil da sind die Oracles tatsächlich nicht sicher so richtig vor Queens. Ja. Okay. Fliegt auch direkt einen kleinen Bogen über die Battery an der dritten, um sich die Schilder aufzuladen. Wir sehen an der zweiten keine Battery. Und da bin ich eigentlich denn schon, also einerseits bin ich großer Fan allgemein, die Battery da zu haben, aber auch ab einem gewissen Zeitpunkt halte ich es für sehr gut, wenn da irgendwie Ling-Run-Bys kommen und dann nur eine Unit steht und man vielleicht woanders fightet, kann das durchaus sein, dass man, dass die Battery einem da das Leben rettet, weil die Linge einfach nicht reinrennen oder so. Wenn man eh die mal rein hat, kann man sie platzieren. Genau, schon. Und wir haben gerade 1000 fast bei Aerocool. Ja. Aber die Gates sind ja gerade alle fertig geworden. Oh ja, da geht's jetzt rund. War Prism ist noch nicht ganz fertig, aber die Einheiten, aber die Unit steht schon links bereit. Stasis werden gesetzt. Vierte Base unten links wird aber auch direkt gescoutet. Da ist ein Ling am Start. Der sieht das. Der nächste Ling sieht hier die Armee. Queen wird rausgenommen. Oh, die Linge laufen komplett durch die Stasis durch. Oh mein Gott. Und jetzt sind sie quasi Force Fields. Also eigentlich sogar gut für Jonahart, dass die Linge hier so rumstehen. Force Fields natürlich gut von Aerocool, aber die Hydra machen schon einen guten Job hier. Ja, und das ist ja gerade das, wo wir in Hydra sehr gut sind, mit Stalkern zu dealen. Ja. Jetzt muss er aber aufpassen, weil die Linge gleich alle... Okay, die wollen einfach fliegen. Er sollte jetzt vielleicht ungefähr timen, dass er reinrennt, wenn die anderen vier Hydras hier fertig werden. Oder wieder frei sind, macht er auch. Er täuscht es zumindest mal an. Geht da drauf, kann zwei rauskriegen. Blinkt nach links. One-Shot. So, die Linge versuchen hier die Stalker zu cutten. Und Aerocool hätte hier locker rauskommen können. Diese Hydras haben keinen Hydra-Speed, aber er lässt sich viel zu viel Zeit damit. Und wird wahrscheinlich alle Stalker hier verlieren. Oh ja, das ist schon bitter. Okay, es sind nicht alle, aber es war eine Menge. Mehr, und er verrät halt gleichzeitig auch, dass hier unten... Ach wohl, die wurde ja sowieso schon im Link vorher gescoutet, nevermind. Aber die verliert er damit ja auch direkt. Stalker
kommen von der rechten Seite auch nochmal vier Stück. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Run-By aufgesetzt wurde, aber die Base links geht jetzt erstmal down. Eine weitere Robo, nee, eine Robo wird jetzt gerade fertig. Nee, eine weitere ist es tatsächlich. Das war korrekt. Aber mal gucken, ob er was machen kann. Denn Stalker gegen die Hydra. Ja, haben wir gesehen, nicht ideal. Ich fürchte, wir sehen keine Träger mehr, nee. Zagrisch kann noch welche bauen. Das stimmt. Zagrisch könnte noch welche bauen. Gegen Winkel. Wenn das Game lang geht. Und ich würde sagen, die beiden sind relativ gleich auf vom Level her so. Ja, ich habe irgendwie so die Vermutung, dass Winkel ein bisschen aktiver ist aktuell als Zagrisch. Aber die sind schon knapp beieinander im Normalfall, ja. Ja. So, jetzt gehen die Hydra rein. Das ist so viel Schaden. Und Slowbanes. Die sind so ein bisschen desorientiert, die Banes erstmal. Wissen nicht ganz, wo sie hinwollen, genau. Ja, jetzt die Battery Overcharge ist alle. Die Stalker greifen nicht sofort alle an. Hydra können noch ein bisschen dichter ran, um einfach mehr Schaden zu machen. Und wir sehen, wie das einfach hier auseinanderfällt. GG! Von Herocool. 2 zu 0. Noch ein weiteres 2-0. Und Jonah. Aber ich habe große Wünsche, dass das nicht nochmal so. Dass wir noch ein bisschen 2-1 sehen jetzt in den letzten beiden Games. Ja, das schauen wir dann gleich mal. Ich tippe mal erstmal ein, da eine 2, dann eine 1 rein. Das ist drin. Wait. Wunder, wunder. Jo, haben wir. Und dann hier auch noch eine 2 da drauf. Für den guten alten John Hart. Und dann gehen wir jetzt in die Matches, die auf jeden Fall für das Endergebnis dann schon deutlich interessanter werden. Denn wir haben jetzt Soon gegen No Mercy. Soon im Moment auf Platz 4. Ich kann ja mal eben den Zwischenstand auch mal mit einblenden, dann habt ihr das auf dem Schirm. Mal gucken, ob der das Herocool-Spiel John Hart 6, ja okay, ist drin. Nee, er müsste ja 7 Spiele haben. Aber Wikipedia rechnet wieder sehr langsam, Leute. I try. So, jetzt haben wir es. Okay, die ist ein bisschen anders ausgeschnitten als vorher. Dann machen wir das so, damit ihr die ganze Tabelle auch sehen könnt. Also, wir machen weiter mit Soon gegen No Mercy. Das sind die einzigen, das Duell, was jetzt noch keine Farben hinterlegt hat. Wenn die Farben hinterlegt sind, heißt es eigentlich nur, okay, der Spieler bleibt in diesem Bereich. Sprich, Herocool, Trellabob, beide schon gespielt, bleiben 7. 8. Winkel, Frisk und Zagrash bleiben auf jeden Fall im Playoff-Bereich. Irgendwo, ja, bei den dreien sogar Platz 1 bis 3. Aber um Platz 4 geht es hier noch. Wir können ja mal gucken. Hat Jonathan noch eine Chance? Wir haben den 3-Way-Tie möglich, wenn... Genau, wir haben den 3-Way-Tie möglich. Gewinnt. Genau. Und das. Dann hat Jonathan natürlich noch eine Chance. Ja, dann ist die Frage, wie ist der 3-Way-Tie? Jonathan da drin ist in dem Kampf. Also gegen Soon 1-2. John hat gegen No Mercy 2-1. Ja, okay, dann haben wir auch einen Teil, den wir ausspielen müssen auch nochmal, weil alles 2-1 ist, wenn No Mercy 2-1 gewinnt jetzt hier. Das wäre ja lustig. Wäre lustig, ja. Das ist nur die Frage. Ich weiß tatsächlich nicht, Soon war oder ist ja in Korea, wie wir das eventuell noch schnell über die Bühne kriegen, um diese Playoff-Einzüge zu kreieren. Das werden wir dann gleich mal sehen, ob das nötig ist oder nicht. Wäre interessant, aber vielleicht ist er mittlerweile auch schon wieder da. Da bin ich nicht so hundertprozentig informiert. Also, alle haben noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Jonathan braucht Schützenhilfe von No Mercy offensichtlich. Wenn No Mercy 2-0 gewinnt, ist er Vierter. Wenn Soon gewinnt, bleibt er Vierter. Und bei No Mercy 2-1 wird es richtig interessant. Und was ist, dann, wenn sie Draw spielen? Naja, wird am Ende ja eh nur 2-1, ne?
Also wenn eine Map draw ist, dann wird die ja wiederholt. Das zählt ja nicht mit rein an der Stelle. So, soon no mercy. Dieses hier. Also sieht man auch schon, gespielt um 1.35 Uhr. Ja, auf dem NA-Server, deswegen sieht man hier auch gar nichts, wenn man irgendwelche Replays lädt. Der gute Soon Laptop und der gute No Meyer. Die guten NA-Accounts hier, das läuft. Und dann schauen wir rein in diese Best-of-3-Serie. Die entscheidet, wer in die Playoffs kommt oder ob wir noch eine extra Runde drehen. Unten rechts in Rot der Terraner Nummer 1. Soon Laptop. Und auf der anderen Seite haben wir den anderen Spieler dieses Matches für Morales Board. No Meyer. Jetzt ist die große Frage, kennst du die Story hinter No Meyer? Ich nämlich nicht. Nein, kenne ich nicht. Naja, ich vermute, es sind einfach die beiden Anfangsbuchstaben Mercy und Meyer. Also, das ist einfach meine Theorie. Und dann war das irgendwie einmal ein Joke aus irgendeinem Grund. Und dann, ja, ich bin tatsächlich gar nicht sicher, ob No Mercy's Nachname irgendwas mit Meyer ist. Das sollte ich wahrscheinlich wissen, aber ich habe es wahrscheinlich den Spieler verdrängt. Aber vielleicht ist er einfach nur rumgemime. Das wäre ja auch nichts Neues bei der Tankstelle. Da gehören sie ja beide zu. Aber wir sehen schon mal keinen Proxy bei Soon bisher. Überraschend. Ja. Nee, aber ich habe das Gefühl, gerade im TVT sind Proxys echt nicht gut. Man kann sehr viel an cheesigen Sachen machen, aber Proxys sind in der Regel nicht das, was man macht. So meine Wahrnehmung des Matchups als Außenstehender. Terran. Ja. So, wir sehen, No Mercy scoutet. Soon einfach nicht. Ah, er sieht, alles klar, Factory wird gebaut. Geht dann auch direkt wieder zurück. Baut selber zu Hause im Tech Lab direkt und Marauder. Und das ist einer von den Cheeses, die man natürlich spielen kann, Marauder. Oder wird eine Factory sein? Könnten Aliens sein, aber ich kenne mich mit diesen ganzen Cheeses halt nicht aus. Oder Cyclones. Hm. Also ich könnte mir Cyclones sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ich hab ja so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Terran. Für die Games, die ich spielen musste, um in Division 3 der... Oha, da spielst du Terran dann? Ja, oder Protoss, kann ich mir ja aussuchen. Und da habe ich gemerkt, dass Cyclones eigentlich jede Aggression, die man machen könnte als im TVT, einfach komplett stoppen. Das ist so mein Takeaway davon. Ja, da ist der Erste. Aber er baut keinen Reaktor dran. Daraus schließe ich, dass er nicht direkt viele bauen will. Und was kommt ans Tech Lab, das unten jetzt frei ist? Fliegt er gleich die Factory darüber und baut dann Tanks? Das könnte natürlich sein. Oh, I have no idea. Okay. Reavers sind natürlich in der Hinsicht relativ gut gegen die Marauders, die sich regenerieren und tatsächlich Schnell. Auch das Compressive Shell ist halbwegs wegkommen. Ja. Aber er hat jetzt natürlich die Base unten gebaut. Und das könnte schon schwieriger werden. Jetzt ist aber der erste Cyclone da. Und der kommt aber dann auch nicht weg. Oh, das ist ja bitter. Oh, er kommt doch weg. Nevermind. Ein Marauder geht down. Und er fokussiert den Cyclone raus. Sehr schön gemikeshot von No Meyer. Ja, wobei Soon jetzt aber. Ich meine. Nun, Bayer könnte rübergehen über die Map mit seinem Cyclone, aber Soon produziert selbst Double Cyclones jetzt. Von daher wird der eine Cyclone wahrscheinlich relativ wenig erreichen können. Das ist richtig. Ich glaube, der Trade, ja, war einigermaßen neutral, was die Ressourcen angeht. Deutlich, schon ein bisschen mehr Gas von Soon verloren. Ja, aber kann machen. Der Cyclone kommt erstmal rüber. Gute Reaktion. Und jetzt wird er den verlieren. Ja. Wollte ich gerade sagen, es ist grundsätzlich relativ gut oder relativ nicht schlecht, diese Marauder rauszutraden, die No Mercy gebaut hat, weil die braucht man im Grunde eh nicht so dringend. Aber das Cycling möchte man eigentlich behalten.
Das glaube ich auch. Ja, ein bisschen gespannt, wohin die Reise geht, ob sie beide Bio oder Mac spielen. Beide ja für durchaus beides gewissermaßen bekannt. Ja, also sie können gut Mac spielen. Ich meine, Bio haben, glaube ich, die meisten Terraner so ein bisschen auf dem Schirm. Also dass es Leute gibt, die wirklich mehr Mac als Bio spielen, das sind, glaube ich, gar nicht so viele. Aber der relative Anteil ist, glaube ich, bei beiden schon höher als beim durchschnittlichen Terraner. Ja, also die einzigen Leute, die wirklich die ganze Zeit Mac spielen, sind irgendwelche russischen Terraner-Spieler, die immer um 2 Uhr morgens laddern. Und Goody. Und Goody. So, zweiter Raven hier. Was haben wir auf der anderen Seite? 3 Tanks, ein paar Marines. Dritte CC ist im Bau auf beiden Seiten. Soon da ein bisschen vorne, was das Timing angeht. Und wir sehen bei Soon eine weitere Factory. Ist das schon der erste Tell in Richtung mehr Mac? Noch eine Factory. Mac. Ja. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch. Also es wird Mac gegen Mac. Oh, das wird spannend. Cyclone-Schach, let's go. Wenn es denn Cyclones wären. Aber es wird ja wahrscheinlich nach dieser ersten Welle Cyclones eher Tanks. Aber wir sehen auch jetzt einen Move-Out von Cyclones und Ravens. Mhm. Er hat die Matrix researched. Ja, er hat aktuell Matrix zwei die Tanks und rennt über alles rüber, oder nicht? Also das... In meinem Kopf ist das gleich schon durch, das Spiel. Ja, das kann schon sein. Oh, aha. Anti-Armor? War das ein Missklick? Das war jetzt unerwartet, muss ich sagen. Also, ich würde behaupten, das war ein ordentlicher Missklick. Er wollte einfach die Matrix werfen, hat die Armor-Missiles geklickt und deswegen jetzt hier seine ganzen Units verloren. Ich meine, das muss ja auch eigentlich ein Missklick sein, weil er hat ja 2 Anti-Armor-Missiles auf die Tanks geschossen. Genau. Und ja, interessanter Trade. Ja, nur Mercy 1-0 damit. Easy gehalten. Einfach stehen geblieben. Im Prinzip hätte er nichts machen müssen. Das ist einfach geil. Faszinierend. Okay. Schauen wir mal, ob sowas auch auf Map 2... Vor allem beide sind gerade so dabei, ihr Mac aufzubauen. Und Eieiei. Oh Mann. Ja. Wir gehen rein in Map Nummer 2. Da sind wir auf der goldenen Aura und wir sind hier oben links, haben wir uns versammelt, um den Spieler anzuschauen, der gerade die nicesten Disables des Tages geworfen hat. Mal sehen, ob in Map 2 mehr Glück und Fingerfertigkeit im Spiel ist. Soon Laptop für Morales Mods. Und auf der anderen Seite haben wir einen neuen Spieler, den wir letzte Map nicht gesehen haben. Haben wir für Morales Board No Mercy's Maus. Erzähl's mir von dem All-In und der macht das auch noch. Der ist mega, der All-In, ja. Hat gut geklappt, kann ich nur weiterempfehlen. Ist ja auch einfach nur ein Power-Move. Dem Gegner vorher sagen, was man macht und es dann machen und dann verkacken. Ja, das auch, aber Disables researchen und dann Anti-Armor zu schießen. Ach ja. Kommentar direkt auf das Game vielleicht gleich vorbei. Nee, das war auf das Game davor bezogen, ne? Die Disables, die eben nicht geklappt haben und diesen Push einfach ins Leere haben laufen lassen. Oder ins Verderben vielleicht eher als ins Leere. So, Factory kommt auf No Mercy's Seite. Bei Soon ist es genauso.
kann mir gut vorstellen, dass beide auch wieder den gleichen Plan haben. Denn ich weiß nicht, wie krass jetzt hier der Lag-Einfluss hat, aber ich glaube, wenn Terraner wissen, okay, ich habe ein bisschen Lag dabei, dann nehmen sie wahrscheinlich gerne auch die Variante, die vielleicht ein bisschen weniger Micro braucht. Und dann ist es eben Mech. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es hier wieder Mech wird für beide. Kann schon sein. Wobei, braucht Bio so viel Micro in Wirklichkeit? Naja, Shift-Click, ne? Ja. Aber wir sehen auch schon den ersten Starport. Also, Soon, der ja hier hinten ist, geht ein bisschen Risiko ein. Und nur Mercy nimmt die Expansion. So. Aber sehen wir hier diesen Hellion Drop? Also es wird wahrscheinlich dieses... Oh, die beiden Reaper kommen jetzt an, aber Hellion und zwei Reaper sind gleich da. Zwei Hellions, drei Reaper. Das ist öfter mal das, was man sieht. Da kriegt ein Worker. Lustigerweise ist die Response dann von zu ein bisschen spät gewesen, seine eigenen Einheiten darüber zu moven. Aber das hat dafür gesorgt, dass nur Mercy so deep in seine Basis reingeht und die Reaper verliert. So ist es. Und jetzt kann er kurz rübergehen. Hat natürlich dann den Vorteil, was die Armee angeht. Der Cyclone ist fertig für No Mercy. Aber einer alleine, da kann man, also von den Cyclones kann man wegfahren, solange kein Speed-Upgrade da ist, würde ich mal behaupten, mit dem, was Soon jetzt gerade hat. Ich finde das zweite Gas an No Mercy's Expansion ein bisschen interessant. Ich kenne mich jetzt nicht mit TVT-Builds aus, aber ich weiß, dass es im TVZ Battlecruiser signalisiert, aber ich vermute, man braucht einfach nur mehr Gas im TVT. Können mich bestimmt irgendwelche Terrans aufklären. Also, man kann aber auch schon mal sagen, wir haben einen Viking und wir haben einen Tech Lab am Starport. Also, es können natürlich wieder Ravens sein. Ja, okay, für Ravens braucht man es wahrscheinlich auch. Ja, stimmt. So, zwei Marines laufen jetzt noch rüber, ein Tank kommt nach, also Soon will hier scheinbar auf die Natural so ein bisschen Druck direkt ausüben. Aber da ist ja nun ein Tank, ne? Ein Schuss mit, 5-2. Aber jetzt ist die Frage, was wird mit diesem Liberator passieren? Wobei, ist der Liberator blind? Es ist kein Liberator da, doch. Der steht rechts am Rand, ja. Jetzt geht's hier links rein und... Er verliert ja auf jeden Fall erstmal zwei Reaper. Der Tank ist noch nicht da. Das Problem, was No Mercy jetzt hat, ist, der Tank von Soon kommt ja an die CC ran, ohne dass der Tank sie schützen kann. Und gleichzeitig kommt jetzt der Liberator rein in der Mainbase. Und der Viking und der Brave fliegen einfach aus dem Weg. Das kommt keiner CV-Pull. Es läuft einfach nur der Tank in die Range des anderen Tanks. Aua. Und das sieht sehr bitter aus. Der Liberator wird bekämpft, 8 Worker sind down, aber das werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr hier mit dem ganzen Worker-Attack, den wir da sehen. 17, 18, 19, ja, das wird schwierig, da kommt noch eine Banshee dazu. Die geht dann immerhin schnell down, aber 20 Worker verloren. Weil man sagen muss, der Worker-Vorsprung für Soon ist dann auch nur bei 8. Also nicht so extrem, wie man es vielleicht denn denken würde. Hat natürlich seine Expansion dadurch später angefangen zu bauen. Ist aber trotzdem jetzt vorne. Ja, ist, obwohl es nur 8 sind, das ist bei einem Stand von 20 gegen 30 Workern schon eine Menge. Ja, er geht nochmal rein, nimmt den einen Tank raus. Ist natürlich riskant und ich glaube, das ist gar nicht mal so gut für ihn dann am Ende. Nee. Das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, da war der Viking zu stark. Kommt mal wieder eine Banshee rein, weil der Cloak hat er nicht. Also Banshee ist immer sichtbar. Wir haben zwei Vikings am Start. Der Scan sieht ja auch, dass die beiden Vikings da sind. Und Soon, ja, rallyt auf jeden Fall das, was er baut, direkt über die Map. Ja. Und wir sehen bei ihm tatsächlich diesmal auch Bio, anders als letztes Game. Mit den drei Barrackses.
Hatte Disable. Nein. Das hat aber Nummer. Ja, und? Soon hat jetzt erstmal eine Banshee in der Mineral Line. Aber er fokussiert nicht Worker, sondern A klickt da einfach nur rein. Immerhin 5. Sind in Ordnung. Auf der anderen Seite kriegt er noch ein paar dazu, weil die Tanks aufs Gas schießen, beziehungsweise die Worker, die da drin waren. Ja, und das Positioning ist wieder sehr schön. Ein bisschen out of position ist da. Aber jetzt ist Soon ein bisschen out of position, weil seine Marines sich da sind. Ja, und hier sitzen die Disables. Sehr schöne, leichte Splits von Soon. Aber kein Fokus war auf den Tank. Hätte er den anderen Tank. Oh, ja, gut. Der Raven erledige ich das mal. Kriegt er noch zwei. Scan auf der anderen Seite auch. Dritte Base von Soon damit gesehen. Die ist fast fertig und on position. Das heißt, No Mercy, ja, wird hier die Orbite wahrscheinlich bauen und dann auch rüberfliegen direkt. Ist jetzt mittlerweile aber auch schon ein paar Worker wieder weiter hinten. Ne? Es waren 8 nach dem ersten Push. Mittlerweile sind wir bei 12. Hat ja Soon auch ein paar wieder gekillt, die im Gas waren mit den Tanks gerade. Insgesamt 30 Worker getötet, ne? Das ist eine Menge. Das ist schon ordentlich. Vor allem im Mirror-Matchup nochmal wieder richtig interessant dann. Mercy direkt mit der vierten CC hinterher. Ja. Er moved so ein bisschen raus, während Soon aber für einen Doom-Drop will ich es nicht nennen, aber schon so einen ziemlich committeden Job mit seinen zwei Tanks geht. Wird natürlich Probleme mit seiner eigenen Expansion an der Stelle haben. Ja, aber wir haben in der Mainbase von No Mercy und wahrscheinlich auch gleich an der Natural haben wir noch einen Marine-Drop. Das heißt, er wird die dritte evakuieren müssen. Worker wegziehen, CC liften, die wird wahrscheinlich von den Vikings dann zerstört oder so. Aber gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite halt den Mainbase-Drop. Der wird jetzt gesehen. Parallel haben wir den Natural-Drop, da steht er auch in der Mineral-Line drin. Und da kommt das GG direkt von No Mercy, weil er weiß, okay, ich krieg vielleicht die dritte, aber ich verliere alles in der Main und Natural. Ja, das Problem war auch ein bisschen, weil No Mercy hatte da nicht wirklich irgendwelche Productions, dadurch, dass er das vierte CC gebaut hat und so weiter. Er war auf 2 Factories. Und gerade Tanks, wenn sie einfach aus den Factories rauskommen, sind natürlich gefundenes Fressen für die Tanks von Soon. Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Win für No Mercy, glaube ich. No Mercy. Und wir haben das 3-Way Tie. Ja, let's go. Dann lass doch mal schauen, ob wir den kriegen. Und dann muss ich leider mal ein bisschen Nachrichten schreiben, wenn das soweit kommt. Herold ist mittlerweile auch da, der Riegel ist auch da. Ja, guten Tag an alle, die im Start sind. Wir sind jetzt gerade in der vorletzten Series. Gehen in das letzte, oder in die letzte Map dieser Series dann auch langsam rein. Steht 1:1. Logischerweise, wenn wir in Map 3 sind. Hecate ist Map 3 und wir sind links mit Malesports, Soon Laptop. Und auf der anderen Seite haben wir den blauen Terran begrüßt Soon schon mit einem freundlichen GLHF. Ist No Mercy's Maus. Ein Fußballfeld als Monitor. Der scheint sehr groß gewesen zu sein. Ah, das sind die Probleme, die man so hat, ne? Ein zu großer Monitor beim StarCraft-Spielen. Größte Minimap der Welt. Sehr gut. Also, wenn ihr Soon einen Spaß bereiten wollt, schenkt ihm einen sehr großen Monitor zu Weihnachten. Lieber einen zu großen Monitor als eine zu große Maus. Ah. Naja, also hängt davon ab, was eine zu große Maus ist, ne? Ja, und was ein zu großer Monitor ist.
Nein, ich habe mir für die Handballfortbildung habe ich mir so einen Fernseher geholt, der war irgendwie 43 Zoll oder so, den ich dann einmal mit in die Halle schleppen kann, um da halt Sachen drauf zu zeigen. So, während wir in der Halle sind, auf der Tribüne gehen wir eben hoch, zwischendurch ein bisschen Theorie machen und so. Der Typ, wo ich den abgeholt habe, meinte so, na, viel Spaß beim Zocken. Ich so, beim Zocken? Das ist ein 60-Hertz-Bildschirm und viel zu klein, was soll ich denn damit zocken? Also für eine Konsole zu klein und für einen Computer zu groß. Ja, ach komm, kleinere Monitore kauft man doch heute gar nicht mehr. Klar. Ich will ja meinen Kopf nicht dreimal um die eigene Achse drehen, bevor ich da ja. den Ende vom Monitor sehe. Ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte zum StarCraft-Spielen nichts anderes als ein bisschen höhere Herzzahl und so eine normale Monitorgröße. Ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das ist. Einfach 180p. 24, 27 oder so ist wahrscheinlich ja, ich glaub, der normale Bereich. Ja. Viel mehr möchte ich da eigentlich gar nicht. Ja. Ich glaube, das sehen die meisten. Ich habe auch. Tatsächlich habe ich letztens für die Arbeit wurde mir gesagt, ja, neue Monitore, da bin ich ja jetzt nicht mehr, aber habe ich gesagt, ey, ist schon groß, so ein 32 Zoll Bildschirm. Weiß ich nicht, ob ich den brauche zum Zocken. Selbst zum Arbeiten finde ich das ein bisschen viel. Ja, gib mir lieber zwei 24 Zoller. Genau. Oh. Jetzt gibt No Mercy soon erstmal zwei Reaper for free. Aber er hat das CC ein bisschen delayed, immerhin. Immerhin. Ob das wirklich gelohnt hat, weiß ich nicht. Hab in der Arbeit mal auf eine 27 Meter Curved Wall von 4 Meter. Ja, 27 Meter ist schon ordentlich. Ja, solide, ne? Das kann man auch mal gut drauf StarCraft spielen. Ja, es hat so ein bisschen dann was von so im Sommer, wenn so Freilichtkino ist. So war so die Richtung ist das dann wahrscheinlich. Ja. Ich hab einmal gut. Auf dem großen Flachbildfernseher StarCraft gespielt, war auch ein bisschen komisch. Ja, ich hab gespielt noch nicht, aber ich hab auch auf meinem Fernseher mal gecastet. Aber auch das ist, wenn du weit weg sitzt, ist es klein, aber das wirkt, also das ist kein gutes Gefühl so richtig. Da muss man, glaube ich, so dicht dran sitzen, dass der Monitor, der Fernseher denn zu groß wirkt. Da sind mir schon zwei Monitore lieber auf, wie du das gerade sagtest. Okay, Soon versucht es hier nochmal scheinbar. Ist ein paar Worker hinten. Der erste Battlecruiser ist im Bau übrigens. Um mal hier ein bisschen auch zum Spiel zu geben. Ne? Wir haben Fusion Core, wir haben den ersten Battlecruiser unterwegs. Rechts am Rand kommt der Liberator reingesneakt. Und wir haben jetzt den Angriff links und parallel den Angriff rechts. Geht auf den Tank auf der linken Seite. Die Cyclones machen ihren Job. Aber wie gut sind die Trades? Zieht die Armee raus? Ich glaube, halbwegs liegen fast schon. Wir haben, glaube ich, nicht das Overlay, um es herauszufinden. Okay, jetzt ist es definitiv gucken. Nicht mehr eben. Doch, haben wir. Oh. 1000. Und 325 Gas gegen 775 und 50 Gas. Also Soon hat schon deutlich weniger getradet hier. Also deutlich weniger gekillt. Aber es wäre Ion gewesen, wenn die zwei Cyclists nicht nochmal reingelaufen wären. Ja, dann wäre es auf jeden Fall sehr, sehr knapp gewesen, ja. Aber ja, Battlecruiser gleich fertig und Yamato auch schon halb durch. Ja, ich habe zu dem Battlecruiser ja relativ viel Theory-Crafting gehört von Terran-Spielern, dass die jetzt ziemlich gut vielleicht sogar sind im THT, weil Cyclones einfach nicht mehr in der Lage sind, mit ihm umzugehen, wie es früher der Fall war. So. Teleport rein, die Units von No Mercy gerade rausgelaufen, müssen jetzt wieder zurück. Verliert er erstmal wieder 3, ja, wahrscheinlich 4, wahrscheinlich 5 vielleicht sogar. Ja, da ist Nummer 5, 6. Und die Hellions kommen parallel in der Natural rein und da sind so viele Worker. Oh boy. Da muss er richtig aufpassen. Er splittet die nicht so richtig. 12, 13. 13 in total. Ist jetzt ordentlich hinten innen. Ja, 17 hinten jetzt. Und der in der CC wird auch noch eben rausgenommen. Matrix kommt, aber wegfliegen kann er trotzdem. Oh, er will mit dem Cyclone hinterher. Oh, ja, das ist ein bisschen ambitioniert, glaube ich. Ja, glaube nicht, dass er so viel Schaden macht an dem Battlecruiser. Und Matrix dauert ja auch nicht ewig. Ne? Er hat noch eine wahrscheinlich verfügbar, so, dass er die nochmal rauswerfen kann. Ja. Aber der zweite Battlecruiser, wo ist er? Ich habe ihn doch gehört, da ist er, direkt daneben. Das ist halt ein bisschen schwierig.
No Mercy versucht es jetzt auch einfach, indem er sein Starport mit einem Reaktor ausstattet. Ein paar Vikings vielleicht rausbringt, aber es dauert halt lange. Reaktoren brauchen unglaublich lange zum Bauen. Ja, der nächste Battlecruiser ist halt auch schon unterwegs, ne? Reaktor wird nicht mal mehr fertig hier. Und wir kriegen nicht unser Three-Way-Tie. Wir kriegen nicht den Three-Way-Tie, das ist richtig. Es wird eine Entscheidung geben, oder es ist eine Entscheidung gefallen, können wir sagen. Soon für Soon Laptop. Und ja. Laptop größer als Maus, an der Stelle confirmed. Ja. Wahrscheinlich hast du noch die ganze Zeit nur mit Trackpad gespielt. Kann gut sein, ja. Ganz sicher. So, nach dem grandiosen Start ist er damit jetzt doch am Ende der Sieger. Und das heißt, ich werde jetzt eben kurz ein Shoutout machen an die Supportenden der Liga. Da haben wir drei, die ordentlich reingebuttert haben. Nämlich Nummer 1 Ivy, Nummer 2 Lelis. Die beiden ja, machen einiges für Spieler und Caster und in den allgemeinen Liga-Pool reingeballert. Hat dann noch Musik im Pott. Und da haben wir auch einen kleinen Clip, damit ihr wisst, was machen die eigentlich, beziehungsweise was macht der Chris Tu, der auch in der Liga mitspielt und mitcastet und den auch allgemein einfach ein bisschen supportet. Deswegen jetzt ein kleiner Clip von ihm und danach gehen wir rein in die letzte Series zwischen Zagresh und Winkel. Bis gleich. Ich bin Christoph und wie bereits viele wissen, könnt ihr bei mir E-Bass oder Gitarre lernen. Was aber ihr wahrscheinlich noch nicht so wisst, ist, ihr könnt bei mir auch eine meiner Bands buchen. Und zwar wäre das einmal Captain Dance. Wir machen, wir spielen die Sachen der 90er nach. Und einmal Rockin' Beauty. Da bringen wir die Musik der 50er Jahre auf die Bühne. So, da sind wir wieder. Dann wisst ihr jetzt, ja, wo ihr Gitarre und Bass lernen könnt oder auch Bands euch besorgen könnt, wenn ihr mal welche braucht für alle möglichen Anlässe, schätze ich mal. Und jetzt ist es Zeit für die letzte Series des Tages. Es geht um die Entscheidung, wer Erster, Zweiter, Dritter wird. Winkel im Moment ungeschlagen, Zagresh mit 5-1 und ja, dazwischen ist noch Frisk, der ja, profitieren oder der Nachsehende sein kann, je nachdem, wie rum es jetzt hier ausgeht. Was denkst du denn zu dieser Series jetzt? Oh, es ist wirklich extrem schwierig, das Ganze abzuschätzen, weil ich eben denke, dass beide so extrem nah beieinander sind. Von daher, ah, es könnte halt in jede Richtung gehen. Wenn Zagresh halt irgendwie so einen guten Tag hat, vielleicht 2-0 für ihn. Wenn Winkel einen super Tag hat, 2-0 für ihn. Oder alles dazwischen. Ist wirklich schwierig für mich zu callen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, denn ich selbst, wie habe ich eben schon gesagt, ich würde wahrscheinlich Winkel aufgrund der Aktivität wahrscheinlich so einen kleinen Bonus geben gerade. Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel Zagresh eventuell auf anderen Accounts unterwegs ist. Das kann natürlich auch sein. Denn auf seinem Main spielt er nicht ganz so viel. Aber wir werden es sehen. Wir sind drin in Map Nummer 1. Die heißt Heartlet. Und oben links haben wir den Protoss dieser Series. Der spielt für Morales Sports und heißt Zagresh. Und unten rechts haben wir einen weiteren Spieler für Morales Sports. Den Zerg-Spieler Winkel. Ja, bisher ungeschlagen. Auch erfolgreich in letzter Zeit schon beim Community Cup abgeräumt. Und war ich dabei, ja. Ja, da warst du dabei. Ja, Aelith, der Winkel zumindest in einer Map-Bezwinger. Mit einem Bild von Zagresh. genau. Aber mal sehen, ob wir den nur nochmal sehen. Könnt ihr ja durchaus sehen, dass er es auch gesehen hat auf dem Community Cup. So, ey, ja, was gewinnt gegen Winkel? Ja, okay. Der dumme Slow Zealot mit dem Mortal Push.
Und ausschließen würde ich es nicht. Ich meine, kann natürlich gut sein, dass Winke das auf dem Schirm hat, vor allem wenn ihr da auf dem Community Cup ja auch drüber geredet habt, wo ihr den gesehen habt. Zagreus hat ihn gegen Hate Me schon gespielt und so, also eigentlich sollte er das auf dem Schirm haben, dass Zagreus den in seinem Repertoire hat. Wobei ich nicht weiß, ob ich mit Winkel jeweils darüber geredet habe, wo der Bild herkommt. Ja, ich schon. Also ich habe darüber geredet mit ihm. Ja, gut. Ja, das ist der große Vorteil, Division 1 zu casten. Da kann man sich immer Builds mitnehmen, ne? Ja, ja. Das ist richtig. Wobei ich schon gesagt habe, das nächste, was ich machen will, ist PvT, die Stahlbolzen, keine Ahnung, also Blinkstalker, into Koloss-Dings. Das werde ich mir, glaube ich, mal angewöhnen, weil ich glaube, das ist solide und damit kann ich gut spielen. Es ist nicht gefährlich, also es ist nicht super risky. Ich werde gebullied. Hä? Das ist nicht okay. Das ist deine Meinung. Ja. Cyrus mit dem Stargate. Ganz Standard. Und der Worker war gut aufgehalten hier von dem Link. Ordentlich Schaden gekriegt. Das war's mit dem Ling. Ja, weitere Adept. Stargate jetzt auch fertig. Wahrscheinlich sehen wir dann jetzt das Oracle. So ist es. Auf der anderen Seite dritte Base für Winkel. Auch das jetzt nicht sonderlich überraschend. Also bisher kann man nicht so richtig irgendwas ableiten, was jetzt hier gleich auf die Map geworfen wird. Zagresh, ja, täuscht hier mal eben die beiden Adepts an. Geht dann aber nicht durch. Winkel, ja, droht noch ein bisschen weiter hoch, ist jetzt fast auf dem Count von Zagresh. Ein paar Linge machen sich auf den Weg, die dritte Base zu scouten. Auch vom Timing her sehr gut. Die Units gehen da oben schon in Position, aber ein Oracle ist natürlich da. Und das ist schon gute Abwehr gegen die Linge. Aber Zagresh darf nicht seine Treffer ja haben. Und das ist natürlich sehr nervig. Neue einmal die Probe rausnehmen. Ich denke, hier so ein bisschen seine Linge wegschmeißen. Ne? Ja, die waren doch ein bisschen viel weggeworfen. Aber er baut selber einfach weiter Worker und dann ist das auch gut für ihn, glaube ich. Auf der anderen Seite das Oracle. Eins alleine wird wahrscheinlich hier nicht mehr viel machen. Wir haben in der ersten und dritten Base jeweils zwei Queens. An der zweiten haben wir einen Spore und eine Queen. Und da war eine Drohne unterwegs auf die andere Seite. Passiert natürlich immer mal wieder, ne? Rally Points. Ja. Ja, der Overlord geht down. Bei Zagresh gibt es die Twilight und die Forge. Auch das ein oft gesehenes Follow-up. Auch keine große Überraschung. Mit den blinkenden Stalkern. Das ist die Frage. Ja, na gut, es ist das Standard-Follow-up. Wobei, ich glaube, Zagreus ist ziemlicher Fan von dem quote-unquote Turtle Immortal Archon-Style. Oder? Dann würde jetzt Charge kommen. Ja, genau. Ja, plus eins noch dazu. Robo dazu, zwei Gateways unterwegs. Und drüben gibt es weiter Worker. Drüben gibt es ein paar Roaches. Ein paar Spores noch dazu, damit er die Queens zusammenziehen kann, der Winkel. Oh, er zieht alle Worker weg von der dritten. Ja, das sind halt gruselig, ne? So, jetzt sind die Roaches aber auch da. Damit sollte das hier vielleicht so mit 4, 5 Kills, ja 3 sogar, ist hier Feierabend. Bei der Work-Account von Winkel ist ziemlich gut. Mhm. Der ist committed, sagen wir mal.
Ja, aber ist ja eigentlich auch gar nicht am Orlin oder so. Nee, genau. Aber vielleicht kommt es gleich. Er ist ja auch gerade Supply blocked. Jetzt kommt die Infestation Pit aber dazu. Das spricht ja doch eher dafür, dass noch ein anderer Push irgendwie geplant ist. Ein Follow-up oder so. Also ich habe jetzt nicht auf Winkels Scouting geachtet, genau. Aber das ist halt schon relativ gut gegen diesen Immortal Archon Style, weil man braucht da den schnellen Hive. Oder man braucht ihn nicht, aber ist es extrem gut, den schnellen Hive zu haben für schnelle Brutlords. Weil da ist halt kein wirkliches Long-Range Anti-Air drin. Da kommt. Ja, die ersten Arken sind auf jeden Fall schon mal da, der erste Model auch. Die vierte Base kommt ja Richtung Mitte der Karte hier, auf dem Highground. Würdest du sagen, das ist die beste vierte, die man nehmen kann, oder würdest du eine andere präferieren? Die von Zagrish? Nee, bei Winkel. Als Charakter. Ich glaube, da ist sich wirklich niemand so richtig im Klaren, was hier die beste ist. Deswegen frage ich, ja. Also, ich nehme in der Regel die Logant vierte rechts. Ich habe von Sebastis zum Beispiel gehört, dass er der Meinung ist, dass ganz oft einfach die Highground vierte extrem gut ist. Dann nimmt, glaube ich, auch die ich nehme. Also, es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ja, aber jetzt gibt es auch erstmal einen ordentlichen Push. Winkel ist auf der anderen Seite noch mit ein paar mehr Roaches, aber hier links geht's ordentlich rein. Da muss er auf jeden Fall sich erstmal zurückziehen und Reinforcements sammeln. Ein paar Locusts, sag ich schon. Swarmos sind gleich auch fertig. Aber, ja. Ich finde Swarmos immer noch absolut schlecht. Ich weiß nicht. Aber kann natürlich funktionieren, wer weiß. Das Warprism schleicht sich Richtung Mainbase an. Da ist auch nicht alles gecreept, also durchaus. Obwohl, der Schatten ist sehr klein, weil der Overlord rechts steht. Nidus auf dieser potenziellen vierten Position auf dem Highground da in der Mitte. Gut, rechts. Du hast es gescoutet, frage ich euch? Nein. Nein. So, Queens sind da. Swarmos sind da. Roaches auf der linken Seite. Die Swarmos laufen einfach wild mit nach vorne, das war wahrscheinlich nicht ganz so geplant. Und die Locus. F2. Ja. Das haben wir ja auch schon gestern gesehen von Winkel, dass er die Swarmos so ein bisschen reingerannt hat. Ja, die laufen jetzt schon wieder hier ein bisschen dumm durch die Gegend, ne? Ja. Laufen nach Hause. Aber in der Mainbase. Der Zealot Warband kommt, auch ein weiterer Warband kommt noch mit dazu. Roaches sind zu Hause. Die vierte Base in der Mitte der Karte ist schon wieder gefallen. Die Swarmos gehen gerade alle down gegen die Arkans. Das sieht eigentlich gar nicht so übel aus für Zagrish hier gerade. Absolut nicht. Winkel F tut wirklich, ne? Also das. Die Vermutung liegt sehr nahe, das ist richtig. So, nächster Warpin in der Mainbase. Mineral Line gerade wieder zurückgeschickt zum Minen, aber die geht dann auch komplett down. 16 Worker down. Wir haben 80 zu 46. 44 Worker jetzt gerade. Das sieht gut aus für den Prodas. Wirklich, wirklich gut. Ja, wie kommt man als Zerg da noch wieder rein? Er hat zwar jetzt gerade für den Moment kein schlechtes Arms, aber er verliert seinen Tag, seinen Mainbase nicht. Nein. 25 HP calculated. Ja, das Nervige ist jetzt, dass er keine Swarmos mehr hat, natürlich. Weil die für nichts gestorben sind. Das ist richtig, die sind einfach in die Arkans reingelaufen auf der anderen Seite. GG von Winkel. Ja. 1-0 für Zagrash. Und das heißt auch, wir könnten, oder wir haben auf jeden Fall schon mal das Potenzial dafür, dass hier drei Leute eine Niederlage haben am Schluss. Zagrish muss nur eine der letzten beiden Maps jetzt gewinnen. Oder eine von den nächsten beiden. Wenn es denn überhaupt noch zwei werden. Das ist ja auch die Frage. Ich hoffe mal, dass wir nicht nochmal Swarmos sehen, weil. Ja, weil. Die sind scheiße. Gründe, warum viele Zerg-Spieler das Swarmos-Hotkey anbauen haben. Mhm, okay.
Ja, aber macht ja auch schon Spaß, wenn es funktioniert. Frag mal Rune. Also der macht das ja sehr gerne. Wenn er denn mal streamt, sieht man das ja sehr häufig. Also Map Nummer 2. Das wird sein Oceanborn mit Besuch vom Hai. Und wir gehen rein. Oben links auf der Map sehen wir in Blau den Zerg für Morales Sports. 1-0 ist er hinten, obwohl er bisher ungeschlagen ist. Winkel. Und auf der anderen Seite der Map haben wir in Rot den, oder das für Marale Spots, Zagreus. Ja. Ungeschlagen, aber es kann sich ja immer noch ändern. Das kann sich ändern. Ich meine, jetzt offensichtlich kann es sich ändern. Wir haben einen Matchpoint für Zagreus. Diese Map kann er gewinnen, die nächste kann er gewinnen. Beides führt dazu, müssen wir eben gucken, führt beides dazu, dass er vorbeikommt. Aber wenn er gewinnt, müsste er vorbei sein, oder? Ja, wenn er gewinnt, ist er vorbei. Auch egal wie. Also wenn er 2-1 gewinnt, haben sie beide den gleichen Map-Score. Aber direkter Vergleich ist ja bei Zagreus dann. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gerechnet. Und das ist natürlich dann auch schon wieder eine deutlich bessere Ausgangssituation für die Playoffs. Oh, Winkel hier mit einem. Schön mit einer Hatchery-Block hier. Denn für die, die es interessiert, ihr könnt mit Ausrufezeichen B auch das Bracket selber eben kurz angucken. Das Playoff oder die Playoffs funktionieren so, dass die Top 4 reinkommen. Das erste Spiel in Playoffs ist der Platz 4 gegen Platz 3. Platz 3 hat einen Vorteil von einer Map als quasi Bonus aus der regulären Saison. Und danach, der Gewinner daraus spielt gegen Platz 2 und der Gewinner aus dem Spiel gegen Platz 1. Also leitermäßig hochspielen, wenn man so will. So ein King of the Hill ähnliches Format. Also hier Erster werden heißt, man kann maximal noch auf den zweiten Platz runterfallen. Aber wenn man Vierter ist, kann man. Oh, fast hätte das nochmal gekriegt. Wenn man Vierter wird, kann man sich trotzdem noch durchspielen in der Theorie. Ganz bis nach oben. So, Andy Ist ist nur noch halt drin. umso schwieriger. Genau, muss man ein paar Matches mehr gewinnen noch. So, dritte Base bei Winkel. Stargate wieder bei Zagresh. Ich meine, verständlich auch, denn es hat eben funktioniert. Warum sollte er jetzt zwingend was anderes machen als eben, wenn er damit gewonnen hat? Nach ein paar Worker Kids, aber es ist ein Zealot und ein Adept. Fokus auf den Adept hier. Ja, ist halt ein bisschen so ein Non-Standard, was hier ankommt und forst dadurch extrem viele Linge von Winkel. Der Adept kommt sogar noch mit einem HP raus. Ja, Zwei aber das hat seinen Worker, Schaden gemacht hier. fünf Linge, bisschen Harassment und eben ja Link Production geforst. Jetzt haben wir zwei Adepts gleich zu Hause gegen den Link Counter. Da wird er auch einfach den mit Full AP nach vorne stellen, dann ist es auch easy. Genau. Genauso passiert's. Ah, da kommt er nicht ganz ran. Stalker ist jetzt da. Aber wo ist der Overlord? Ah, okay, ist noch ein bisschen weiter draußen. Oracle ist gleich auch fertig. Und auf der anderen Seite erstmal nochmal neun Worker. Da zieht er jetzt auch gleich vorbei. Bisschen früher auf jeden Fall den Worker-Count von Zagreus übertroffen als eben. Aber vielleicht zumindest nochmal einen Adept, weil der kommt da nicht mehr raus. Weil interessanterweise sehen wir auch diesen einen Stalker noch. Obwohl ein Stargate gebaut wurde. Das sorgt vielleicht dazu, dass Winkel das nicht Oh, die erwarten Linge wird, sind aber er drin! kriegt. Kommt rein! Kriegt einen Surround auf den Adapt, kriegt einen Surround auf den Stalker und das ist natürlich brutal. Das ist Bitte. ziemlich brutal.
Das Oracle ist jetzt da. Oracle kann natürlich nicht über die Map gehen, so. Du musst hier den Beam aktivieren. Und das verärgert natürlich. Hat auch so, dann zeitgleich aber das Oracle, das erste Oracle, hat drüben Schaden gemacht. Ja. 4 Kills. Kriegt noch einen fünften. Nee. Zwei Queens sagen nein. Das war ja auch ein bisschen so der Punkt von dem Ganzen. Durch den Stalker wusste Winkel oder ist davon ausgegangen, dass kein Stargate kommt, hat deswegen keine Spores gebaut. Ich die 4 Worker verloren. Die kommen wieder 2 Laps rüber. Und ich weiß nicht, wie präpariert Winkel da ist. Er hat nur 8 Queens, 4 Queens, 8 Supply Queens. So. Und ohne die Linge können die Adepts durchaus ein bisschen Schaden machen, wenn sie das wollen. Solange sie nicht die Queens angreifen. Aber das. Ja, Focus Fire bei Winkel stimmt an der Stelle. Wenn der eine down ist, dann ist schon die halbe Miete gemacht, ne? Die Oracles gleichzeitig kriegen noch mal ein paar Kills, aber auch ein bisschen Schaden. Der Adept kriegt noch einen Hit in der Mainbase, noch einen Worker dazu und wird er wahrscheinlich auch noch mal rauskommen. Oder? Weil jetzt Speedlinge natürlich da sind und damit kann man auch cashen. Immerhin noch mal einen Cryptomore rausgenommen. Dritte Base bei Zagrish gestartet. Pylon steht daneben. Sendet Adept. Charge kommt. Forge ein bisschen später. Ja, wird jetzt fertig. Plus 1. Kommt. Robo kommt dazu. Also es sieht schon nach einem ähnlichen Style aus wie eben. Wir haben halt beide auf 3 Bases, ne? Will Winkel nicht langsam eine vierte nehmen? Also bisher halt nicht. Aber drüber nachdenken sollte er langsam mal. Oder er will gleich einen richtig harten Roach-Push spielen. 11 im Bau. Roach-Speed ist im Bau. Oh. Die Queens werden eingeladen. Droplots, let's go! Ich meine, ist es nicht wirklich irgendwas zu Hause bei Zagrish? Er wird eine Battery haben, er wird eine Immortal relativ bald haben. Aber die Frage ist natürlich, ob das reicht. 8 Overloads werden nochmal für Winkel nachgebaut, da er komplett supply-blocked ist. Natürlich ein bisschen schwierig. Ja, vor allem wenn man gerade pushen will. Das Oracle fliegt auch noch rum und hat jetzt wahrscheinlich irgendwie die Roaches loslaufen sehen. So, Creep muss natürlich hier. Jede Menge Ravager werden hier noch gemorpht, direkt vor der Base. Das Oracle geht down. Wofür braucht man hier das Gas? Und jetzt sind die Queens da, noch ohne viel Support, aber die Ravager kommen rein. Und jetzt wird's halt bitter. Die Warp-Ins gehen genau, die Biles gehen auf die Warp-Ins so rum. Overcharge Battery benutzt. Oracle geht down, ist nicht in der Battery drin und das sieht schon sehr übermächtig aus, was wir jetzt hier haben. 60 gegen 16 und Followed up beim GG und damit haben wir den Ausgleich. Damit haben wir auch die letzte Map jetzt gleich dieser Season. Egal, welche Richtung es geht. Das ist richtig. Wir wissen jetzt gleich, wer hier welchen Spotter am Schluss hat. Aber erstmal holt Winkel hier noch den Ausgleich. Also eine weitere noch für uns. Und dann sind wir hier durch. Solaris wird es sein. Gibt es auf Solaris, so aus deiner Zerg-Perspektive, irgendwelche Besonderheiten für Zerg gegen Protoss oder andersrum? Ja, durchaus. Und zwar ist Solaris, was die Rush Distance angeht, mit Abstand die kleinste im ganzen Map Pool. Und das macht natürlich solche Sachen wie 12 Pools und so weiter besonders stark. Wobei wir jetzt schon mal sehen, dass wir das nicht bekommen. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man dagegen spielt. Ja, so ist es. Einen 12 Pool bekommen wir nicht, aber wir gucken mal rein. Oben rechts, da ist der Zerg. Für Morale Sports Winkel hier jetzt wieder mittendrin, um seine Ungeschlagenheit fortzusetzen.
Und auf der anderen Seite haben wir unten links den Morales-Boss-Spieler Rotos Rot Zagresh. Grundsätzlich habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass Solaris ziemlich Zerg-favored ist in diesem Matchup. Ist zumindest so das Feedback, was ich so von Protoss und Zerg-Stimmen gehört habe. Und auch was meine Erfahrung ist, ich zähle da ja auch zu dieser Gruppe. Du gewinnst gerne auf Solaris, sagst du, ja? Ja, ja, doch. Sehr gut. Es ist nämlich relativ schwierig im Vergleich zu anderen Maps über die drei Basen hinauszukommen. Weil die vierten alle ein bisschen exposed sind. Was gibt's denn hier? Hast du denn schon mal. Also man kennt ja den Alice von damals. Mit so zwei Base Muta mit dem Rich Bespingas oder so. Hast du das schon mal wieder probiert zwischendurch? Könnte ich mal machen, aber. Klappt nicht mehr? Ich meine, es gibt Gründe, warum ich den Bild nicht mehr spiele. Ist natürlich auch so ein bisschen so eine Metasache, wenn jeder Stargate opent. Ja. Ist Proxy Muta natürlich Mittel. Das stimmt wohl. Da hat man relativ schnell dann den Counter auch parat. Könnte ich als Joke mal wieder spielen. Oder du musst einfach dir einen Namen machen als krasser Makro-Zerg, sodass niemand, oder als Hydra-Zerg, dass einfach niemand gegen dich Oracle opent und alle Kolosse spielen wollen. Und dann kommst du mit Mutas zwischendurch mal reingeflogen. Es wird bestimmt ein Game-Changer. Bist du berühmt mit. Gut, wir haben ja das Stargate bei Zagresh, ne? Also. Ja. Es bleibt beim Alten. Wieder ein Stalker. Könnte wieder dazu führen, dass Winkel wie heißt das Ding? Spore baut. Wir gescoutet schließlich auch nicht wirklich in diese Base von Zagresh rein. Und wie gesagt, in 5 Sekunden müsste ungefähr der Spore starten, damit er rechtzeitig ist. So, der in der Main. Theoretisch müsste er sogar früher starten auf der Map, weil die Map ziemlich klein ist. Ja, sehen wir nicht, ne? Nee. Aber ist ein Queenstar, von daher passt schon. Auch direkt alle Schilde weggeballert. An der Nature gibt es noch nichts zu holen. Ein paar Linge checken jetzt gleich auf der anderen Seite die Third Base. Auch den Adept theoretisch killen, wenn nicht das Oracle da wäre. Oracle konnte sich nur einen Kill reinsneaken. Ihr seht aber auch, dass an der Natural direkt ein Spawn gebaut wird. 3 Queens an der Third, also da gibt es eigentlich wenig Spielraum, um dann auch wirklich Schaden zu machen. So, Twilight und Forge als Follow-up mit 2 Gateways. Auch das eigentlich, ja. Sieht so nach Zagresh Standardbild aus. Vielleicht gegen Zerg, vielleicht gegen Winkel. Wer weiß. Oh, das Oracle geht down. Damit natürlich jetzt viel Scouting auch verloren. Hat auch nur das eine Oracle, glaube ich. Nee, er hat noch zwei weitere. Okay, sind zu Hause. Aber es ist natürlich nicht nur Scouting. Insbesondere gegen. Wenn man selbst Blink Stalker spielen würde, sind die Oracles sehr essentiell, um eben mit Ling umgehen zu können. Aber das ist gar nicht der Style von. Und da ist es sogar okay, eigentlich das Oracle zu verlieren. Wobei aber hier ein sehr großer Ling-Attack kommt und die Oracles out of position sind dafür. Es ist auch noch keine Shield-Ready da. Es ist, glaube ich, auch kein Recoil da. Und der Pylon ist weg. Aber es schief hier nichts. Das heißt, die Battery macht einfach gar nichts.
Und er hat keinen weiteren Warp in hier. Die Oracles kommen jetzt langsam wieder rein. Aber nicht bevor einiges alle Einheiten und auch ein Worker fallen werden. Da freut sich Mickey, glaube ich. Man muss sagen, der Trade ist gar nicht so krass gewesen. Also es waren halt 6 Worker, 2 Zealots, 2 Adepts gegen 29 Linge, 2 Worker. Also es sind die beiden von dem Oracle gekillt und auf der anderen Seite dann. Also 800 gegen 850. Also es ist sehr, sehr gleich noch. Was die Resources angeht. Aber die Worker sind natürlich ärgerlich. Ja, Linge kann man gerne mal wegschmeißen, ne? Ja. Worker nicht. Und es hat natürlich auch hier so ein Zeigisch. Okay, die Zealots, die er gewarpt hat, sind tatsächlich okay zu warpen. Aber es gibt manchmal so die Situation, wo man als Protoss dann Depths warpen will. Und das ist dann immer sehr schlecht, wenn man die warpen muss, weil sie sind einfach nutzlos im späteren Verlauf des Spiels. So, der Push geht los. Der läuft gerade raus, wenn die Linge reinkommen. Das könnte er aber auch gesehen haben. Reagiert aber bisher nicht. Die Linge gucken auch nur oben links auf die Base. Und er nimmt die vierte Base auf dem Lowground. Und kann er die Base hier killen? Das War Prism ist mit dabei. Charge Slot Arken ist hier der Plan. Und jetzt sind die Zealots da. Wir haben einen Arken, der down geht. Die Zealots sind dran. Und Hydras sind nicht sehr tanky. Das ist das große Problem hier. Ja, sie schaffen es aber für den Moment. Okay, er verliert die Base. Das ist natürlich schon ärgerlich. Wobei man aber auch bemerken muss, Zagish hat das sehr früh nicht mehr reinforced, hat jetzt zu Hause reingeworbt, anstatt weiter in den Push zu reinforcen. Und das war wirklich ziemlich gut. Wenn man die Force Base verliert, das ist immer nervig. Man hat keine Position für die Drohnen, man empfiehlt Production. Das ist alles sehr unideal und dieser Arken Zealots ist gerade defensiv ziemlich stark und das macht es nicht gerade einfacher jetzt für Winkel. Und die Offensive ist sozusagen. Jetzt kommen die Banes dazu, also die Zealots werden dann geschmolzen. Versuchen sie auch schon wegzukommen. Battery geht down und dann sieht es schon wieder sehr gut aus, weil die Hydran auch wirklich einen guten Job machen. Wenn sie ein bisschen was zum Blocken haben. Die Zealots sind jetzt dran. Die Hydra feuern, soweit es geht. Ja. Noch ist Winkel vorne im Army Supply. Aber jetzt ist wieder der nächste Warp mit Zealots da und es fehlen gerade die Banes. Es kommen welche dazu und die werden natürlich umso mehr helfen. Auch schöner Fokus auf den einen Templer, der gerade noch kam. Die Linge kommen nach, sind natürlich da einfach nur zum Blocken. Es sind nicht mehr wirklich viele Hydra hier. Und die nächsten Zealots kommen und damit sollte das dann am Ende doch gehalten sein für den Moment. Ja, und Zagish hat einen besseren Work-Account. Ja. Und das ist natürlich für den Protoss gut. Er hat auch die vierte Base fertig. Bei Winkel steht sie mittlerweile auch wieder. Ah, Creep Spread noch nicht so richtig weit. Warp in der Main Base. Ja, macht nicht wirklich viel. Warp Prism wird auch rausgenommen jetzt von den Hydra. Aber Winkel ist noch nicht so im Spiel, wie er es gerne hätte. Aber er baut jetzt halt einfach Units. Ist da auch schon wieder 20, teilweise 25 Army Supply vorne. Darf man aber auch nicht überschätzen. Denn, ja, wenn wir Storm. Ah, wir haben Templar, aber wir haben keinen Storm. Also, es bleiben dann bei Arkans erstmal. Außerdem fehlt die, ist plus 3 in Production gerade. Ja, und Winkel, der will jetzt hier rein. 20 Army Vorsprung. Wenn die Banes gut hitten, geht da einiges. Ja. Gerade gegen diesen Style wäre halt Storm extrem stark, wenn es da wäre. Ein bisschen Split-Up ist Zagish da. Verliert ziemlich viele Zealots oben direkt. Aber jetzt, wo die Penlinge da sind, sind keine Zealots mehr da. Er nimmt hier die Batteries raus. Eine ist noch da. Overcharge wurde aber auch schon gezündet. Aber er kommt nicht durch. 5 Immortals noch am Start. Ein paar Zealots werden nachgeworbt. Und das. Ja, da muss er jetzt eigentlich auch die nächste Base nehmen. Oder er sammelt noch einmal und versucht zu
Ja, nochmal den finalen Stoß setzen, ja, aber ich Ja, vor allem bezweifle, dass es was wird. die Immortals sind ja auch die Einheiten, die Zagreus am Leben halten möchte. Weil Arcanes und Zealots sind quasi günstige Einheiten, die expendable sind. Okay, die Arcanes möchte man ein bisschen behalten, aber man kann sie jederzeit einfach reinwarpen, anders als Immortals, die eben aus dieser einen Rohre produziert werden müssen. Wo ist es? Oh, die Worker, die Banes gehen rein. Einige Das Kills sind kommen aber relativ raus. gute Connections, aber die Immortals sind immer noch am Start. Die schießen gut rein. 16 Kills auf einem, 20 Kills auf einem anderen. Und Die machen parallel ihren Job. Zealots in der dritten, vierten Base von Winkel. Also da auch nochmal eine kleine Ablenkung dabei. Einige Worker-Kills. Und weiter Zagwisch mit 13 Workern vorne. Ja, wird das die erste Niederlage von Winkel hier? Im Moment sieht es so ein bisschen danach aus, dass er nicht so richtig durchkommt. Aber hat er jetzt hier genug Armee? Wo ist denn seine ganze Armee hin? Die ist zurückgelaufen. Und da verliert er jetzt einige Arkans. Ja, quasi for free, aber Charged wird gezündet. Aber wenn die Armee da ist, sieht das schon sehr, sehr gut aus hier. Die mordet mal aber so viel Schaden. Das ist doch illegal. Die machen ja nicht mal Bonusschaden an den Hydras. Ja, was willst du machen, ey? Sage ich jetzt sogar mit mehr Army Supply. Das ist denn auch. Also er hat mehr Worker und mehr Army Supply. Beides kein gutes Zeichen. Die haben immer noch keine fünfte Base von Winkel. Und bis jetzt baut er sie auch nicht. Wir haben bei Zagisch noch das War Prism oben in der Mitte gerade. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wollte er jetzt eben gucken, ob da eine weitere Base ist. Und sieht, ach nee, doch nicht. Und warpt jetzt da einfach rein, um ja, Runbys reinzuwerfen. Genau da geht Winkel jetzt aber auch hin. Nimmt dann noch ein paar Sets mal mit. Ja, es werden übrigens auch noch mehr Immortals gebaut. Rechts unten streamen auch noch wieder ein paar Units hin. Das Ja, wir War haben Prison viele wird oben links Einheiten. gesucht. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen schade, dass gerade jetzt, wo Zagreus eben die Ruhe hat, immer noch kein Storm erforscht. Ja, true. Also ich verstehe, wenn er, als er so dauerhaft unter diesen Angriffen von Winkel war, dann möchte man vielleicht nicht in Tech investieren, aber jetzt wäre schon ganz nice eigentlich. Army Split kommt, rechts die Linge zerschellen. Oben die Hydra, ja, wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekauft und der nächste Zealot Warp-In wird da auch halten, was da auch noch kommen könnte. Und dann vermute ich, wird jetzt aber auch der Counter-Attack kommen. Baut noch ein paar Gateways dazu, hat glaube ich keinen, doch hat einen Warp Prism. Das ist oben immer noch. Jetzt in der Mitte unterwegs. Das, ja, sieht gut aus für Zagresh. Aber er will rechts die Rampe noch nicht hoch, links oben oder oben in der Mitte gibt es den Runby, da sind ein paar Zealots an der Base, die wird auch sofort rausgenommen bzw. gecancelt. Ein Bane paar links Bane machen hier nichts. hinten rein, aber das sind halt Immortals. GG, well played heißt es hier. Und damit haben wir einen Sieger, der Zagosch heißt. 2 zu 1. Und dann tragen wir das nochmal eben schnell ein. Dann gebe ich euch die Abschlusstabelle. Dann wissen wir nämlich, wer wo steht und wer wie wo was passiert. So, letzte Map geht an Zagresh. Und dass beide in den Playoffs sind, war ja schon klar. Aber die Platzierung noch nicht. Und jetzt kann ich es euch gleich zeigen, wie es denn hier tatsächlich aussieht. Und das ist die aktuelle Tabelle. Wir haben drei Leute vorne mit 6 zu 1. Aber kein Three-Way-Tie, der da rauskommt. Deswegen, Zagresh auf der 1, 13 zu 3 Maps, aber direktes Duell jetzt gerade gewonnen. Deswegen Winkel auf der 2.
Frisk auf der 3, auch 6:1 gegen, Moment, gegen Zagrisch gewonnen, gegen Winkel verloren. Gegen Winkel verloren, ja. Und auf der 4, da haben wir Soon mit 4:3, 19:9 Maps. Es folgt Dronehard auf dem neutralen Platz der Liga. Auf der 6, das heißt, der muss gegen Musti ran. Musti gegen No Mercy, auch ein legendäres Duell, da freue ich mich schon drauf. Und unten auf 7 und 8 haben wir Aerocool und Trelabob. Das heißt, wir werden jetzt auch die Playoffs dann anleiern. In den Playoffs wird dann das Spiel heißen Soon gegen Frisk mit einer Map Vorsprung für Frisk in den Best of 5. Danach der Gewinner daraus gegen Winkel, der Gewinner daraus dann gegen Zagrisch als quasi Endgegner hier, der sich in der regulären Saison auf Platz 1 gesetzt hat. Und ja, was denkst du denn für die Playoffs? Hat Soon eine Chance durchzumarschieren? Er ist gerade auch im Chat, sehe ich. Also ich meine, mit Frisk hat er erstmal ja einen relativ schwierigen Gegner, aber ja, der Soon macht das schon. Soon Laptop ist super. Dann schauen wir mal, ob das tatsächlich Soon Laptop bleibt. Also wenn er wieder hier ist, ich meine, wenn er jetzt gerade... Okay, wenn es nicht Soon Laptop ist, ne, dann wird es wieder schwierig. Dann müssen wir uns das überlegen, wie das ausgeht. Ja. Aber ja, so ist es. Und ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wann wir die Spiele haben. Mit ein bisschen Glück ja vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie, wenn wir das auf die Reihe kriegen. Und ja, dann war es das für heute. Und ich schätze mal, dass jetzt auch die meisten gleich schon online sind. Ich werde euch wahrscheinlich zu TakeTV eben rüber raiden, denn da geht's gleich die gute alte DreamHack. Also, danke nochmal an dich. Ganze die Season Natur durchgecastet. So wir machen bis auf einen Tag. Bis genau. Auf den ersten Spieltag. Der erste, okay. Passiert. Ja, aber dann sehen wir uns bei den Playoffs spätestens. Und so soll's sein. Ja, dir und euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Guten Tag. Tschüss.